mich, dass wir bei Ihnen hier in Ihrer schönen Stadt Grimmen sind, im schönen Landkreis Vorpommern-Rügen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir heute schon ein bisschen unterwegs ist. Die Ministerpräsidentin hat heute ihre Wirtschaftstour gestartet, hat ihre Wirtschaftstour ganz bewusst mit einem Vorpommerntag begonnen. Wir waren heute Morgen in der Eisenmesserei in Torgelow, waren dann in Liepen, dann in Stralsund und jetzt in Grimmen. Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Ministerpräsidentin. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich darf Ihnen verraten, dass die Ministerpräsidentin und ich uns schon richtig doll auf diesen Termin gefreut haben, weil trotz Abstand, trotz der einen oder anderen kleinen Auflage, trotz des neuen Helfers für die Tasche, stecken Sie die nachher bitte unbedingt alle ein. Kleines Erinnerungsgeschenk daran, dass wir auf unsere Gesundheit alle gemeinsam auch ganz genau achten. Aber ein bisschen zur neuen Normalität zurückzukommen und jenseits von Telefonschalten und Videokonferenzen wieder in den richtigen Bürgerforen einzusteigen. Dabei, in den Formaten Landesregierung vor Ort, waren wir schon mehrfach, gerade auch im Landesteil Vorpommern unterwegs, ob in Löcknitz, ob in Demmin, ob in Torgelow, in Ueckermünde oder eben jetzt hier bei Ihnen im schönen Grimmen. Und ich freue mich, dass wir das in eingespielter Manie beide zusammen machen. Ich darf ein bisschen durch diesen Abend führen und darf als allererstes ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie alle so oberpünktlich heute hier sind. Sie wissen, wir mussten einmal noch mal korrigieren, weil wir heute schon noch mal ein dringendes Regierungsgeschäft haben. Die Ministerpräsidentin hat heute Abend noch eine Telefonschaltkonferenz mit ihren Länderkollegen und deswegen freuen wir uns total, dass sie die Botschaft rechtzeitig erreicht hat. Nach den einleitenden Worten durch Frau Schwesig ist der Abend dann offen für uns alle, für die Fragen, für die Dinge, die Sie bewegen, für das, was Sie wissen wollen von der Landeschefin. Und darauf freuen wir uns gemeinsam. Und deswegen sage ich jetzt gleich zu Beginn, liebe Manuela, du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Patrick. Wir sind ja schon gemeinsam einen ganzen Tag unterwegs bei meiner Tour durch Mecklenburg-Vorpommern. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich wieder Termine vor Ort machen kann. Denn wenn ich mal sagen darf, was ich besonders gut an meiner Aufgabe finde, dann ist es wirklich dieses vor Ort sein, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wir haben eigentlich in meiner Regierungszeit die ganzen Formate für Bürgerdialog wirklich weit ausgeweitet, weil es wichtig ist, mit den Menschen im Land ins Gespräch zu kommen, vor Ort zu sein, zu schauen, wo läuft es, wo drückt der Schuh. Und dann war das für uns auch sehr hart, neben natürlich vielen anderen Sachen, die wir alle gemeinsam erlebt haben, dass es einfach diese Formate nicht mehr gab. Und irgendwann habe ich nach 2 Wochen in der Staatskanzlei gesagt, hey, das ist irgendwie auch total ungewohnt, nur noch Telefonschalten und wann können wir endlich wieder draußen sein? Und deshalb freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht, ich mit vielen Terminen vor Ort wieder sein kann, auch wenn wir bestimmte natürlich Regeln dafür einhalten müssen. Und ganz besonders freue ich mich, dass es heute wieder nach dem Lockdown mein erstes Bürgerforum ist und dass Sie alle gekommen sind. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Auch wenn die Sonne heftig scheint, ist es nicht nur eine Sonnenscheintour durch Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch eine Tour, gerade auch dahin zu gehen, wo die Probleme sind. Deswegen haben wir heute in Vorpommern mit der Eisengießerei gestartet, in Torgelow, die ein Beispiel dafür ist, dass es ein Unternehmen gibt, was eben durch die Corona-Pandemie jetzt in wirtschaftliche schwierige Lage kam. Das ist wirklich schon etwas, was mich sehr, sehr bewegt, weil es ist einerseits wichtig, dass wir alle gesund durch diese Corona-Pandemie kommen, aber es ist auch wichtig, dass unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze gesund bleiben, denn wir arbeiten sehr stark daran seit vielen Jahren, dass wir wirklich hier gute Arbeit haben, dass die Frauen und Männer hier Arbeit finden, auch die jungen Leute. Wir alle wissen, wie es noch vor 30 Jahren war, als wir hohe Arbeitslosigkeit hatten, als viele junge Menschen weggegangen sind. Das haben wir gestoppt, das haben wir sogar gedreht. Es war eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung vor der Corona-Pandemie. Und da wollen wir natürlich wieder anknüpfen und jetzt möglichst gut durch die Krise kommen. Und deswegen haben wir uns auch Zukunftsthemen heute zusammen angeschaut, mit dem Vorpommernrat, aber vor allem auch eben in Stralsund mit dem Markerpot, dem Digitalisierungszentrum. Und jetzt sind wir hier zusammen und dann geht es morgen weiter mit vielen anderen Terminen. Also wie gesagt, ich freue mich, dass Sie da sind und dass ich jetzt wieder da sein darf, dass es losgeht. Ja, ich freue mich ganz besonders, muss ich sagen, dass
auch unser Finanzstaatssekretär dabei ist, Heiko Miras, der wirklich gerade mit dem Finanzminister Starkes leistet, denn wir stemmen uns ja wirklich gegen die gesundheitliche Bedrohung bei Corona, aber eben auch gegen diese Bedrohung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen, haben von den kleinen Vereinen bis hin zu großen Unternehmen unheimlich vielen geholfen. Und das ist schon ein großer Kraftakt, den wir gerade machen. Und da ist es gut, dass wir da an der Spitze im Finanzministerium gut aufgestellt sind. Ich freue mich auch, dass unser Abgeordneter dabei ist, weil es einfach ganz wichtig ist, lieber Thomas Würdisch, dass wir auch die Unterstützung des Parlaments haben. Und es ist uns ja gelungen, im Parlament wirklich einstimmig Unterstützung zu bekommen für die Corona-Maßnahmen, auch für unseren Schutzfonds. Und das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, in so einer zur Demokratie gehört auch der Austausch und auch mal der Streit um die besten Ideen. Aber ich glaube, in so einer Corona-Krise wollen die Leute, dass alle zusammenhalten, an einem Strang ziehen und das Land gut und sicher durch diese Krise gesteuert wird. Und dafür brauchen wir vor allem die kommunale Familie, weil ganz viel vor Ort stattfindet. Und deshalb, lieber Stefan, freue ich mich sehr, dass du da bist, du weißt es genauso gut wie ich. Seit Wochen, seit Monaten sind wir zusammen, am Anfang in Dauertelefonschalten, jetzt regelmäßig in einer großen Konferenz mit den Landräten, mit den Oberbürgermeistern, mit den Gewerkschaften, der Wirtschaft, den Sozialverbänden, wo wir uns regelmäßig zum Beispiel gerade diese Woche wieder beraten, wie geht es weiter, erst die Schließung, dann was können wir Stück für Stück öffnen, sodass es sicher ist. Und da will ich ganz klar sagen, bin ich wirklich froh, dass ich mit Stefan Kehrt einen Landrat habe, der immer besonnen, aber auch mit guten Ideen zusammen berät, wie kann es weitergehen, und dass wir als Land bisher die geringsten Infektionszahlen haben von Anfang an bis heute, und dass es klappt, wenn ein Fall auftritt, das schnell nachzuvollziehen, haben wir auch gerade der kommunalen Ebene, gerade unseren Gesundheitsämtern zu verdanken. Und deshalb, lieber Stefan, dir ganz persönlich, ich weiß ja, wie viel Kraft und Energie da drin steckt, aber auch dem ganzen Team, vielen, vielen Dank dafür. Es wird wirklich ja oft über Verwaltung auf die Ohren gerollt und hier und da sind Dinge zu zögerlich, aber was ich gerade in dieser Zeit erlebe, ist wirklich, dass es auch eine Truppe ist, die schlagkräftig ist, die anpackt, und ich hoffe, dass wir weiter so gut dieses Land durch die Krise steuern. Schön, dass du auch da bist. Das Bürgerforum ist thematisch offen. Normalerweise geht es wirklich von Kita bis zum Windrad um alles, und dazu sind Sie heute auch eingeladen. Es geht darum, dass Sie Ihre Anregungen, Ihre Fragen loswerden, dass wir vielleicht was mitnehmen, was auch gut erklären können. Zurzeit bewegt uns unheimlich viel. Natürlich über allem ist Corona. Das ist eine weltweite Krise, für die es keine Blaupause gibt, wo keiner sozusagen sagen kann, so geht's und dann läuft es schon alles. Und die uns wirklich jetzt schon seit Wochen und Monaten in Atem hält. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, dass Deutschland international gut durch diese Krise kommt, was Infektionen angeht. Und unser Land ganz besonders, weil wir von Anfang an die niedrigsten Infektionszahlen haben. Das ist uns auch wichtig, weil das Coronavirus ist da. Es ist auch gefährlich und wir haben kein Medikament und kein Impfstoff. Wir haben aber uns und unsere Vernunft. Und ein Stück weit auch die Disziplin, auch wenn man sich da selber auch immer wieder motivieren muss. Ich schließe mich da voll mit ein. Wir haben nämlich drei Möglichkeiten, das Virus zu bekämpfen, und die sind gar nicht so schlecht. Der Abstand, den wir hier gerade alle selbst einhalten, die Maske, gerade da, wo man Abstand nicht so gut einhalten kann, und die Desinfektion, das ist sozusagen unser neues GWW der Landesregierung, kleines Andenken, was Sie an dem heutigen Abend mitnehmen können. Also immer ein bisschen im Kopf haben, die drei Regeln, die helfen schon eine ganze Menge. Die wirken, das ist alles nachgewiesen, aber wir sehen es ja auch. Wir haben jetzt fast alle Bereiche wieder offen und es geht gut natürlich, wenn man wieder mehr Kontakte hat als vorher. Dann gibt es hier und da auch wieder Infektionen, aber das Entscheidende ist, unsere Gesundheitsämter sind vor Ort so gut aufgestellt, dass so wie etwas auftritt, sofort geschaut wird, wer hatte Kontakte, getestet wird und schnell sozusagen dieses Containment stattfindet. Und das ist für uns das A und O, dass das auch weiter klappt. Wir haben als Land uns entschieden, dafür zu sagen, wir wollen wieder öffentliches Leben überall möglich machen, natürlich in Kitas, in Schulen, aber auch im Sportbereich, beim Einkaufen. Sie erinnern sich, das war alles
zu. Wir selbst konnten kaum Kontakte haben, auch die haben wir wieder freigegeben, zum Glück auch in den Pflegeheimen, Krankenhäusern. Wir haben den Tourismus wieder gestartet, der sehr wirtschaftlich sehr wichtig ist, aber wir sind eben auch noch sehr streng, zum Beispiel mit dem Tagestourismus, weil unser Ziel ist, zu sagen, weil unsere Philosophie dabei war, von Anfang an zu sagen, wenn diese Welle kommt, wir hatten Glück, wir waren noch so 14 Tage im März, 14 Tage davor, haben wir gleich gesagt, da müssen wir richtig mit dem Hammer rauf, damit es die Welle gleich abgeschnitten wird, erst gar nicht entsteht bei uns, und dann Schritt für Schritt öffnen und immer so eine Pause dazwischen gucken, wie ist der Öffnungsschritt gelaufen. Sie erinnern sich am Anfang die Geschäfte, dann wieder mehr Kontakte, dann die Gastronomie und der Tourismus, erst nur 60%, dann wieder warten, dann 100%. So ist es jetzt, war es dann mit dem Ferienhort wieder öffnen. Jetzt die Kitas und Schulen, gab es diese Woche auch Diskussionen, geht da nicht mehr? Haben wir gesagt, nein, Kitas, Schulen haben jetzt Vorrang, alles andere muss jetzt mal noch warten. Das muss erstmal gut über die Bühne. Und bis jetzt ist jeder Öffnungsschritt gut gelaufen und so würden wir es gerne weitermachen. Das sage ich denjenigen, die besorgt sind und sagen, ist das nicht alles zu viel oder zu schnell? Wir machen es nur Schritt für Schritt und gucken uns das alles an. Und diejenigen, die sagen, oh, wie lange soll das noch gehen oder ist das nicht alles zu wenig, sage ich, nein, wir müssen vorsichtig bleiben. Wir versuchen genau diese Balance zu halten. Und ab dieser Woche haben wir uns entschieden, die Schulen zu öffnen. Es war dringend notwendig. Die Kinder brauchen Bildung und ich habe noch nie so viele Schüler, übrigens auch bei den großen Klassen, was nicht immer der Fall ist nach den Ferien, gesehen, die sich gefreut haben, dass Schule wieder losgeht. Das sind auch soziale Kontakte und die Familien waren happy. Der eine oder die andere, die von ihnen Einschulungsfeiern mitgemacht hat, weiß, dass das möglich war. Und heute zeigt sich an zwei Fällen, dass unser Konzept funktioniert. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wieso funktioniert das, wenn Sie gerade in Graal-Müritz oder in Ludwigslust wieder eine Schule schließen müssen. Das will ich erklären. Die Schule, der Schulbereich ist die größte Herausforderung, wenn man was öffnen will. Warum? Unsere Schulen, wir haben über 600 Schulen, von Dorfschule bis großen Schulen. Das sind sowas wie Großveranstaltungen. Da sind teilweise 600, 700 Kids in einer Schule. Und man hat genau zwei Möglichkeiten, drei. Entweder ganz dicht zu lassen, ich glaube, das haben wir alle gesehen, dass das keine Dauerlösung sein kann. Oder den Abstand zu halten, da kommen wir aber nur auf einen Tag Unterricht pro Woche. Das reicht auch nicht aus. Oder zu sagen, okay, ihr braucht keinen Abstand, aber wir haben Regeln in der Schule, dass zum Beispiel bestimmte Klassen nur zusammen sein dürfen, 5. und 6., 7. und 8., getrennt auf den Schulhöfen in der Schule. Wir testen regelmäßig, wer das möchte, die Lehrer. Und auch das gehört zum Konzept, also auch Maskenpflicht an bestimmten Stellen. Und das gehört auch zum Konzept. Wir haben gesagt, wenn ein Fall auftritt in einer Schule, so wie das heute in Ludwigslust ist und in Graal-Müritz, was man nicht verhindern kann, weil die Kinder, die Lehrer haben ja auch Zugang sozusagen außerhalb der Schule. Dann schließen wir vorsorglich diese Schule für ein paar Tage, testen umfangreich, gucken, ob alles andere safe ist, können wieder öffnen. Aber lieber in diesem Fall eine Schule für ein paar Tage schließen, als alle Schulen dicht lassen. Das ist die Idee und deswegen, ja, da gibt es logischerweise erstmal Aufregung, wenn sowas passiert, aber es ist genau unser Konzept und die Gesundheitsämter haben dort vor Ort gut gehandelt und zügig und das schreiben wir auch nicht aus Schwerin vor, sondern die Gesundheitsämter haben Ahnung, die sind nah dran, die sagen, wie es zu laufen hat und immer geht die Sicherheit der Gesundheit vor und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch das weiter klappt. Wir müssen aber einfach noch damit leben, dass wir immer wieder in so eine Situation kommen, dass es mal wieder einen Fall gibt, der auftritt und da muss man gucken, muss man da was schließen, muss man erstmal testen. Wir haben es beim Tourismus bewiesen, seit 2 Millionen Touristen sind seit dem Lockdown wieder bei uns gewesen, 400.000 Übernachtungsgäste jeden Tag. Bisher ist dort nichts Problematisches passiert und so haben wir das in allen Öffnungsschritten gezeigt, dass das gehen kann, wenn man ruhig, besonnen und konsequent bleibt. Und das haben wir auch vor, dass es so bleibt. Deshalb, ja, wir können uns da austauschen, wenn Sie Fragen haben, da stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Aber Coronavirus ist zum Glück nicht alles.
Natürlich beherrscht das jeden Tag die Themen und alle machen sich Sorgen und irgendwie sagen alle, und das verstehe ich, das menschlich, wann ist das endlich vorbei? Und für mich ist immer Priorität als Ministerpräsidentin sagen, was ist und ehrlich sein. Und dazu gehört, dass das ehrlicherweise zum heutigen Zeitpunkt keiner sagen kann. Aber wir haben ja bewiesen, dass wir wieder zurück können in unser altes Leben, aber uns eben an noch Bedingungen und Einschränkungen halten müssen. Und diesen Kurs sollten wir besonnen und vernünftig weiter fortführen und zusehen, dass das, wie gesagt, auch für die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, die Bildung, dem sozialen Leben funktioniert. Daneben beschäftigen uns aber natürlich auch noch total viele andere Themen. Zum Thema Wirtschaft, Arbeit habe ich was gesagt, aber natürlich geht es auch für uns als Landesregierung weiter um das Bildungsthema. Neben dieser Frage, wie klappt Schule und Kita in Corona-Zeiten, war einer unserer großen Projekte die gebührenfreie Kita. Dafür sind wir am Anfang ein bisschen belächelt worden. Heute, glaube ich, zeigt sich, dass es richtig war, dass die Familien nicht noch für die Inanspruchnahme von Kita zusätzlich finanziell belastet werden müssen. Wir haben außerdem im Bereich Rente uns sehr stark gemacht für das Thema Grundrente. Sie wissen, dass das eine große Ungerechtigkeit ist, dass wir gerade viele Menschen haben, die nach der Wende sehr viele Brüche hatten in ihrer Arbeitswelt. Viele von uns haben das erlebt in ihren Familien. Manchmal Arbeitslosigkeit, Umschulung und dann oft Jobs für wenig Geld. Und deshalb haben wir viele, wahrscheinlich 70.000 Frauen und Männer, die jetzt in Rente kommen und obwohl sie über 35 Jahre gearbeitet haben, weniger haben als Grundsicherung, als wenn sie nie gearbeitet hätten. Und da haben wir uns sehr stark gemacht als Land für die Grundrente. Es waren schwere Verhandlungen und ich bin sehr froh, dass die Grundrente jetzt beschlossene Sache ist, zum 01.01. nächsten Jahres kommen soll. Das ist also für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Daneben das ganze Thema Ehrenamt, Ehrenamtskarte. Also ich wollte da so ein paar Schlaglichter drauf werfen, weil gefühlt es von morgens bis abends nur um Corona geht, aber es geht auch um viele andere Themen. Aber da würde ich jetzt einladen, sprechen Sie die Themen an, die Ihnen wichtig sind. Ein letztes Thema, was ich im Eingangsstatement ansprechen will, weil es uns gerade aktuell befähigt. Und unser Landrat Stefan Kehrt hat sich heute auch schon geäußert, genauso wie ich. Wir sind auch hier in der Region, wo Nord Stream 2 anlandet, also genauer gesagt in Lubmin, aber insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir brauchen diese Gaspipeline. Warum? Wie Sie wissen alle, wir steigen aus Kohle aus. Wir sind als Land Vorreiter bei erneuerbaren Energien, aber wir wissen, es wird in kurzfristiger Zeit nicht reichen. Wir brauchen Gas mindestens als Übergangsversorgung und nicht nur für uns in Deutschland, weil jeder will natürlich weiter Strom haben und warm soll es sein, sondern in ganz Europa. Und Amerika, wie Sie jetzt gelesen haben, droht ja schon die ganze Zeit gegen diese Pipeline und auch der amerikanische Präsident. Und jetzt haben einige US-Senatoren Briefe geschrieben und eben gedroht, dass wenn das Projekt weitergeführt wird, es Konsequenzen hat für all die, die sich daran beteiligen. Und das ist wirklich abenteuerlich. Das geht überhaupt gar nicht. Denn Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern, aber vor allem auch Europa, hat das Recht, selbstständig zu entscheiden, woher Energie kommt und wie wir uns versorgen wollen. Und Amerika kann nicht, weil sie uns gerne ihr Flüssiggas verkaufen wollen, jetzt uns so unter Druck setzen und erpressen. Und deshalb ist es richtig, dass Landrat Kehrt heute klare Worte gefunden hat. Und auch ich habe was dazu gesagt, das ist für uns völlig inakzeptabel, so eine Drohung. Das lassen wir uns auch nicht bieten, davon lassen wir uns auch nicht einschüchtern. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung jetzt hier letztendlich handelt, denn ich glaube, das ist kein Umgang, das können wir uns nicht von den USA gefallen lassen. Ja, so viel ein bisschen zu den aktuellen Themen. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge, aber für Sie jetzt vor allem feuerfrei, sprechen Sie am besten das an, was Sie bewegt, was Sie interessiert. Wir stehen gerne Rede und Antwort. Vielen Dank, schön, dass Sie alle da sind und sich für uns entschieden haben und nicht für den Badesee oder den Strand, aber das können Sie ja vielleicht noch das restliche Wochenende.
Ja, herzlichen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Bei dem Wetter war die Konkurrenz zugegeben hart, was den Badeausflug angeht. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie heute hier im schönen Grimmen dabei sind. Wir würden immer gerne zwei, drei Fragen sammeln. Deswegen, wenn Sie mir ein bisschen mit Handzeichen zeigen, wir gehen rum. Wir haben ein Mikro. Das Mikro achtet auf den Abstand zwischen dem, der die Frage stellt und dem, der es hält. Da sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen eingespielt. Und ich glaube, wir haben auch eine Vorbildfunktion in der Sache. Und deswegen halten wir uns auch da dran. Ich habe jetzt schon mal eine Meldung hier vorne links gesehen. Vielleicht fällt gleich schon mal einen zweiten mutigen Nummer 2 und der Herr in der dritten Reihe Nummer 3. Thomas, ich würde hier vorne oder Katrin, Frau Rehberg und Herr Lenz sind unsere beiden Mikroangeln, die das beide auch hinkriegen. Und an die Grimmner einmal gesagt, ich war kürzlich bei ihm im schönen Stadtzentrum, Mann, haben Sie eine schöne Altstadt. Das will ich mal einmal loswerden. Schwer beeindruckend. So, Runde 1. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, in unsere schöne Stadt hier. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich nicht erinnern, aber sehr schön. Wir haben natürlich viele wichtige Themen, die hier für uns und in unsere Region anliegen. Ich habe eine ganze Menge, ich weiß nicht, ob ich mit drei klarkomme. Ich würde die einfach nacheinander mal als Fragen stellen und ein bisschen was dazu erklären und notieren wir bestimmt mit. Die erste Frage wäre natürlich, Sie kennen vielleicht das Thema mit unserer Bundesgenossenschaft, die wir hier haben, die natürlich in finanziellen Schwierigkeiten ist. Und wir haben einen Bürgerentscheid gemacht, der ist nicht ausreichend gewesen gegen einen Verkauf. Wir haben uns in der Stadtvertretung trotzdem entschlossen, die Bundesgenossenschaft hier bei uns weiterzuführen, Wege zu finden, wie wir das hinkriegen. Aber wir haben natürlich ein ganz großes Problem, das ist der Altschuldenerlass, der uns da drückt. Das sind irgendwo 5,1 Millionen Euro, die wir nicht weggedrückt kriegen, weil die Schulden viel, viel, viel zu groß sind, um da rein wieder aus dem Knie zu kommen. Da hätte ich eine Frage, wie weit ist das? Ich weiß, dass es da so ein Arbeitsblatt von der EU geschickt wurde und so weiter und so fort, so eine Beschlussempfehlung. Wie weit ist das? Können wir damit rechnen? Wie viele Chancen haben wir, dass wir unsere Bundesgenossenschaft erhalten können für uns in kommunaler Hand? Das wäre das erste Thema. Das zweite Thema sind die Geh- und Radwege. Wir wissen, dass die Radwege und gerade die E-Bikes sehr viel zunehmen. Dieses Jahr sind die Verkaufszahlen in Deutschland über das Doppelte geworden wie letztes Jahr. Die Radwege werden immer mehr genutzt, auch ältere Leute oder Leute, die nicht so körperlich stark sind, können mit E-Bikes eben beweglich sein. Wir haben einen riesigen Aufschwung, wir haben sehr viel nachzuholen und wir haben uns bei uns jetzt, sag ich mal, gerade Grimmen spezifisch, alle 2 Kilometer raus Richtung Stralsund, also nach Schönwalde oder nach Greifswald bis zum Pommerndreieck und dann hören die Dinger auf. Auch unser touristisches Hinterland braucht die Verbindung, nicht nur in den Tourismusorten. Hier muss auch was getan werden und dringend. Ich kenne die Prioritätenlisten vom Landkreis, die beiden, also Straßenbau und die anderen. Ich weiß aber auch, dass, weil ich ja auch damit zu tun habe, dass oftmals Geh- und Radwege davor geschoben werden, die vorher gar nicht drauf gestanden haben. Das mag Beweggründe geben, wie Grundstücksfragen geklärt und so weiter und so fort, Fördermittel auch drum und dran. Ich habe letztens mit Herrn Pegel die Übergabe, war ich dabei, in Pockendorf-Süderholz, den Verbindungsweg hat endlich stattgefunden hat, nach 25 Jahren Kampf. Dass der Radweg da an der Autobahn zu Führern parallel gebaut wird, habe ich ihn gefragt, wann es dann weitergeführt wird, wenigstens über Pockendorf zum Pommerndreieck kann. Meint er, das ist nicht überhaupt nicht in Planung, noch gar kein Geld, da denkt noch gar keiner dran. Oftmals Schwierigkeiten, sagt er, sind die Planung, weil es keine Planungsbüros gibt und so weiter und so fort. Grundstücksfragen. Andere Dinge höre ich dann genau das Gegenteil. Wenn jetzt zum Beispiel gerade vor Triebsees fehlt auch noch so ein Kilometer bloß. Das war planungsfertig, Grundstückslagen fertig, Fördermittel wurden abgelegt. Jetzt gerade. Passt irgendwie nicht zusammen. Also die Radwege, bitte dran denken, das ist hier auch ein großes Thema, um uns auch zu erschließen, mitzunehmen. Denn selbst wenn ich nehme zum Beispiel Kandelin-Pockendorf, ich kann ja schlecht sagen, dass zu wenig Verkehr, das ist eine Landesstraße oder hier eben noch die B194. Ich kann nicht sagen zu den Schulkindern, die 12 Jahre sind, die sich nach der Schule zusammen treffen wollen, Hausaufgaben machen, die fahren mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße lang. In der Allee, wo die LKWs und Busse mit 100 Klamotten fahren. Da denke ich, das ist ein ganz großer Nachholrespekt. Der Landkreis tut was, aber er hat zu wenig Geld. Viel zu wenig Geld, was da zur Verfügung steht. Das wäre das eine. Dann, wenn wir schon sagen, die Verbindung Wege, jede Straße, so steht es auch im Koalitionsvertrag, endet er meistens irgendwo in einer Kommune. Der kommunale Straßenbau, gerade bei uns hier in Grimmen, der hat einen Nachholbedarf. Wir haben schon 17 oder 18 Jahren, in den letzten 17, 18 Jahren 2 Straßen geschafft. Wir haben hier noch Plattenwege, wir haben hier noch Schotterwege, die man eigentlich Straßen gar nicht nennen kann, aber die haben einen Namen.
Es ist nicht möglich, irgendwie die Straßen, ich bin erstmal voll dafür, dass die Straßenausbausätze gefallen sind, dass die Bürger nicht mehr beteiligt werden, das ist ein sehr gutes Ding. Allerdings müssen wir auch vorwärts kommen. Unsere Kommune hat einen defizitären Haushalt mit minus 2 Millionen Euro. Hängt auch damit zusammen, vor 10 Jahren hatten wir unsere Schlüsselzuweisung bekommen und die Kreisumlage, da hatten wir noch ein Plus von 2 Millionen. Jetzt haben wir ein Defizit von 2 Millionen, das heißt 4 Millionen fehlen uns. Unser Haushalt ist 2 Millionen minus. Wir kriegen den Straßenbau nicht finanziert. Die jetzige Lösung, die jetzt bis jetzt da war, mit dem Ausgleich der neuen Straßenbaubeiträge, hatten wir uns ausgerechnet von der Stadt, waren ca. 200.000, die bei uns da übrig bleiben. Sie wissen selber, bei 200.000 Euro, wenn ich die Planung und so weit abziehe, was dann noch bleibt, wie viele Meter ich davon fertig kriege, damit kommen wir nicht vorwärts. Der verrottet die Stadt. Nächstes Thema wäre natürlich auch Abriss. Wenn wir die B194 fahren, von Stralsund Richtung Autobahn A20, dann kommen wir rein, jetzt haben wir es geschafft, die alte Ziegelei nach vielen Jahren Kampf abzureißen zu lassen. Aber wir haben da noch die alten Werke da komplett runter. Wir kommen in die alte Großbrickerei. Wir kommen an den alten Gutsgold. Sie nehmen auch noch Rücksicht auf die anderen. Ja, okay. Ich habe ganz viele Themen. Das ist egal. Das hätte ich gerne. Wir haben so viele Ruinen und die müssen abgerissen werden. Und da frage ich mich, warum dauern Abrissgenehmigungen 3 bis 5 Jahre? Wir hatten damals für die alte Ziegelei einen Fördermittelbescheid, wurde nicht genehmigt, nochmal verzogen, nochmal. Dann musste neu ausgeschrieben werden. Dann waren das von 500.000 auf 1 Million die Ausschreibung. Die Eigenmittel können wir nicht aufbringen. Das muss zügig gehen. Unkompliziert, unbürokratisch. Wir hatten alle mal geredet von Bürokratieabbau. Was ist passiert? Es sind doppelt so viele Vorschriften geworden. Ich habe noch viel mehr, aber ich denke, ich höre jetzt was an. Jetzt sagen Sie erstmal noch schnell Ihren Namen, bitte. Mein Name ist Marco Jahns. Und Sie sind in der Stadtvertretung? Ich bin in der Stadtvertretung, ja. Super. Ja, herzlichen Dank. Ich würde trotzdem sagen, wir halten an dem Modell des Sammelns immer zweier, dreier Fragesteller fest. Hier vorne erste Reihe und diesmal vergesse ich es nicht. Der Name hilft uns immer ganz gut. Ich bin Thomas Huth, bin Bürgermeister der Stadtvertretung des Sammelns. Und zunächst ein Dank an die Ministerpräsidentin und Stefan für die klare Haltung Nord Stream 2, da, ob es wichtig ist oder nicht, Rückenstärkung von mir für eure Haltung, lieben Dank dafür. Aber zu dem Corona-Thema, dazu gehört ja Akzeptanz und da würde ich die Anregung gerne loswerden wollen, den Verkehr zu den Schulen, den Schülerverkehr, voll im Blick zu haben, weil im Moment macht sich jeder darüber lustig, dass wir in der Schule zwar aufpassen, dass Abstände eingehalten werden, da Regeln haben, aber der Schülerverkehr natürlich, da sind dann 60, 70 Kinder im Bus und ja, geht nicht anders. Da ist der Landkreis natürlich insofern alleingelassen, der hat weder die Buskapazität noch die Fahrerkapazität. Da wird es schnell zur Geldfrage, weil die privaten Busunternehmen, die ja jetzt nicht den Boom haben, wie sie normalerweise hätten, wenn wir kein Corona hätten, die könnten wahrscheinlich helfen, ist aber eine Geldfrage. Und da würde ich anregen, Wirtschaftsförderung, haben Sie gesagt, super wichtig, unsere Arbeitsplätze zu halten. Arbeitsplätze hängen aber auch daran, dass die Kinder beschäftigt sind und zur Schule gehen können und zur Kita gehen können. Deswegen wäre Geld in die Richtung, die Landkreise bei der Schülerbeförderung zu unterstützen, mit Geld in private Unternehmen, die ausfahren können, wäre so eine Anregung, die, glaube ich, zur Akzeptanz der Corona-Sachen in Schule und Kita beitragen könnten aus unserer Sicht. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und der dritte Fragesteller, genau, auch hier wäre wieder Ihr Name super. Herzlichen Dank. Nee, einen davor. Thomas, ist gesagt, sehr schön. Super, ja, sehr gut. Mein Name ist Peter Günther, sachkundiger Bürger, Stadt Grimm. Ich habe was zu beanstanden, was mich schon Jahre stört, dass, wenn es mal von oben runterkommt, man das immer schön in den Bächen, Flüssen wegleitet. Und wenn ich so mal in meinen Brunnen gucke, der schon irgendwo 1940 oder 50 gebaut wurde, dann sehe ich, dass das Oberflächengrundwasser definitiv jedes Jahr weniger wird. Und wir haben hier nun mal nicht überall die Stellen, wo das Regenwasser auch in der Erde versacken tut. Und wenn man so eine Stelle hat, werden sie vielleicht auch gebaut und zugepflastert. Ich sage, es gibt hier so viele Probleme, wo man dann wirklich mal anfassen musste und sagen musste, Regenwasser grundsätzlich nicht ständig gleich wegleiten lassen. Irgendwo Ruhestellen machen, wo das Wasser auch eine Chance hat, in die Erde wieder zu sacken. Ansonsten werden in 30 Jahren keiner mehr Wasser haben, weil kein Grundwasser mehr da ist. Das ist so. Grundstock des Lebens ist und bleibt Wasser. Ist so. Dafür möchte ich...
was ist Ihr Vorschlag jetzt? Ganz kurz. Dass man Gesetze schaffen tut und sagen tut, den Wasser- und Wohnverband nicht immer tiefer die Gräben. Zu DDR-Zeiten gab es immer solche Staustufen, da hat man die Wiesen und Acker immer so einen bestimmten Wasserwege gehalten. Ist nicht. Sie fahren da ein Loch drin, tief, wenn Sie da drin fahren. Da ist kein Wasser drin. Wenn es regnet, immer weg, weg. Dann hat das Wasser keine Chance, in die Erde einzusacken. Und damit graben wir unser eigenes Leben an, weil das Wasser nicht mehr da ist. Es gibt Landstriche in der Welt, die haben wirklich kein Wasser. Wir haben die Möglichkeit, uns das zu speichern, aber nein, man lässt es weglaufen. Und das finde ich ganz, ganz schlecht. Herzlichen Dank für diesen sehr breiten Start auch der Themen. Genau das zeigt, es gibt viele Themen, die uns bewegen. Frau Ministerpräsidentin. Ja, vielen Dank. Also ich würde gerne anfangen mit unserem Stadtvertreter zu diesem ganzen Thema Finanzen, Kommunalfinanzen, die ja erstmal wichtig sind, um überhaupt Projekte zu machen. Am Ende muss dann die Kommune selbst entscheiden, was ist ihre Priorität. Das ist uns immer wichtig, dass die Kommune da ihre Hoheit hat und wir das nicht von Schwerin aus bestimmen. Aber Sie sagen völlig zu Recht, da muss man entsprechend finanziell ausgestattet sein. Deswegen haben wir, das war vor der Corona-Krise im letzten Jahr, sehr intensiv gemeinsam verhandelt mit den Landräten, Oberbürgermeistern, auch mit dem Städte- und Gemeindetag über ein neues Finanzausgleichsgesetz. Und dafür gesorgt, dass zukünftig die Kommunen mehr Geld bekommen, gerade für diese Investitionen. Genau, was Sie alle gesagt haben, dass Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, ob Straße, ob Kita, ob Schule, ob andere Projekte etwas zu finanzieren. Und da gab es dann außerdem noch eine, ich sag mal, da geht es uns darum, dass es eine Investitionspauschale gibt, dauerhaft, nicht einmalig, von 100 Millionen Euro und die ersten 3 Jahre sogar 150 Millionen Euro. Und dann ist noch das System so, dass Geld von, kann man fast sagen, von Regionen Mecklenburg, die stärkere Gewerbesteuereinnahmen haben, nach Vorpommern umgeleitet werden. Also so ein bisschen gerechterer Finanzausgleich. Das können Sie sich vorstellen. Da kommt natürlich in Regionen wie hier, wo es dann mehr gibt, gut an, aber es gab auch ziemlich Ärger in anderen Regionen. Danach erhält die Stadt Grimmen auch viel mehr Geld als vorher. Und wir haben uns im März diesen Jahres gleichzeitig mit dem Lockdown und dem Schutzfonds von 1 Milliarde Euro entschieden, dieses FAG auch zu verabschieden. Obwohl wir als Land wussten, das sind natürlich Finanzen, die wir als Land bereitgestellt haben und geplant haben, als wir noch nicht die Krise hatten und als die wirtschaftliche und Finanzlage positiver war. Wir haben trotzdem gesagt, weil wir wissen, dass auch durch Corona die Kommunen natürlich auch noch in mehr Schieflage kommen, ziehen wir dieses FAG durch. Trotzdem, glaube ich, haben wir jetzt alle zusammen die Situation, ob Kommune, ob Landkreis, also ob Stadt, ob Landkreis oder Land, auch Bund, wir werden jetzt alle gucken müssen, aufgrund der Corona-Krise, wie sind jetzt unsere Einnahmen? Also ohne Krise hätte Grimmen definitiv mehr Geld, aber wahrscheinlich würde es uns alle treffen, dass wir alle zusammen viel weniger Einnahmen haben werden, weil die wirtschaftliche Entwicklung zurückgeht. Und das ist, was wir uns jetzt im September mit der neuen Steuerschätzung anschauen. Klar ist, wir haben uns auf Bundesebene mit diesem großen Konjunkturprogramm, wo es zum Beispiel jetzt den Familienbonus gibt, mitentschieden, dass wir den Kommunen helfen wollen, indem die Gewerbesteuerausfälle übernommen werden und wir auch als Land Gelder kriegen, den Kommunen zu helfen. Und da haben wir zum Beispiel den Punkt auch drin, Altschulden von der kommunalen Wohnungsgenossenschaften, weil das war ein Thema, wo gerade wir Ostländer uns sehr stark gemacht haben. Ich will an der Stelle großen Respekt sagen, dass es hier eine Initiative gab, die sich gewehrt hat gegen den Verkauf der Wohnungsgenossenschaft. Ich halte das für richtig, habe das damals auch, also ich konnte es ja nicht aktiv unterstützen, weil ich nicht abstimmen konnte, aber öffentlich unterstützt. Ich will das ganz klar sagen. Ich sehe die Privatisierung, die es in der Vergangenheit gab und weitere Privatisierungsüberlegungen in den Bereichen, wo es um Daseinsvorsorge geht, kritisch. Das ist der Wohnbereich, das ist der Bereich der medizinischen Versorgung. Ich ärgere mich auch, dass zum Beispiel die Frequenzen für Mobilfunk versteigert worden sind an die Mobilfunkkonzerne. Ich hätte lieber gesagt, dass sozusagen die Konzerne es nichts dafür bezahlen müssen, aber verpflichtet werden, uns 100% zu versorgen.
Also ich glaube, dass Aufgabe von Politik ist, wieder viel stärker dafür zu sorgen, dass da, wo es wirklich um unsere eigenen elementaren Dinge geht, Wohnen, gesundheitliche Versorgung, Straßenverkehr, digitale Infrastruktur, also schnelles Internet und Mobilfunk und auch der Bereich Bildung gehört dazu, dass das wirklich in öffentlicher Hand bleibt oder wieder zurückkommt. Deswegen unterstützen wir zum Beispiel jetzt auch den Landkreis Ludwigslust-Parchim, der sagt, wir wollen das Krankenhaus Kriwitz wieder zurückkaufen, weil der große Konzern sich dort nicht an die Verabredung hält. Mit großem Respekt, dass es hier eine Gegenwehr gab und ich finde es richtig, wenn die Wohnungen hier in kommunaler oder in Genossenschaftshand bleiben. Und das hat unsere volle Unterstützung. Und ich habe schon gesagt, diese Frage von Altschulen wollen wir aus Regeln mit Blick aus dem Konjunkturprogramm. Vielleicht kann Patrick noch mal was sagen zu dieser EU-Frage, die dabei stand. Geh- und Radweg, also Straßen haben Sie angesprochen, haben wir uns entschieden als Land, die Anwohnerbeiträge abzuschaffen. Da gab es viel Unmut, weil es auch teilweise Ungerechtigkeiten gab. Gerade im ländlichen Raum mussten Leute für Grundstücke, nur weil sie riesengroß sind, die man aber nicht für weiß ich was verkaufen kann, große Beträge zahlen. Und dieses Geld, was aber jetzt nicht mehr die Bevölkerung zahlt, zahlen wir als Land der kommunalen Ebene. Und da muss man jetzt natürlich schauen, wie man mit diesem Geld zukünftig weiter die Straßensanierung macht. Und es hat alles letztendlich mit dem kommunalen Finanzstärke zu tun. Die war vor Corona gut durch das neue FAG. Aber jetzt müssen wir zusammen gucken, wie wir da jetzt zusammen weitermachen können. Fakt ist, dass alle wahrscheinlich jetzt weniger Einnahmen haben werden durch die Corona-Krise. Ich würde Patrick bitten, noch mal was zum Geh- und Radweg zu sagen. Ich wollte zum Bürgermeister aus Rücknitz-Damgarten sagen, erstmal vielen Dank, Rückenstärkung von den Bürgermeistern ist immer wichtig. Mein Credo ist immer, die Bürgermeister sind die, die sind vor Ort gewählt, die wissen, wo der Schuh drückt. Das ist auch mit den Landräten so und deswegen ist es gut, wenn wir da Rückenstärkung haben. Und das ist, ich glaube, schon wichtig, dass Mecklenburg-Vorpommern sich hier auch gerade was Nord Stream angeht, klar positioniert. Wie gesagt, wir brauchen die Pipeline, aber unabhängig davon, ob man die Pipeline richtig findet oder nicht, geht es überhaupt gar nicht, dass uns sozusagen die USA vorschreiben, was wir in Deutschland und in Europa, mit wem wir sozusagen die Energieversorgung sicherstellen und jetzt unseren Hafen bedrohen. Ihr Vorschlag für den freien Schülerverkehr, den finde ich sympathisch. Und wir haben diese Woche, als wir zusammensaßen, genau beraten mit den Landräten, dass die Bitte an die Landräte ist, dass sie schauen, an welcher Stelle in den Landkreisen haben wir, was Schülerverkehr angeht, Probleme und können wir die Reisebusse mit einspannen. Und die Geldfrage müssen wir dann auch besprechen. Aber ich glaube, wir haben eins als Land ziemlich klar gezeigt, dass wir gerade zur Bewältigung der Corona-Krise überhaupt keine Finanzdebatten führen. Das sieht man auch daran, dass wir komplett die freiwilligen Tests nicht nur für die Lehrer an Schulen übernehmen, sondern zum Beispiel auch für Hausmeister, Sekretäre, die ja eigentlich kommunales Personal ist. Also da können wir eine Lösung finden, aber zunächst sollten die Landräte selber schauen, an welcher Stelle ist das so mit dem Schülerverkehr, weil unsere Einschätzung ist, dass wir es auch nicht mit den Reisebussen verdoppeln können. Also, dass wir es eher punktuell machen. Ich will noch mal was grundsätzlich zur Diskussion sagen. Ich verstehe es, weil es im Bus voll ist, aber die Kinder, die da drin sitzen im Bus, haben ja Maskenpflicht und müssen auch, wenn sie in die Schule gehen, ja sozusagen beim Eingang und auf den Gängen Masken tragen, auch auf dem Pausenhof, es sei denn, sie haben ihre Gruppen auf dem Pausenhof abgetrennt, was viele haben. Also ganz so, im Bus habt ihr die Kontrolle und außerhalb des Busses nicht, ist es auch nicht, aber trotzdem verstehen wir diesen Punkt und wir wollen uns angucken, wo sind da, sage ich mal, Hotspots und das haben wir so verabredet. Ich habe das sehr bedauert, dass sich gestern einige schon von der kommunalen Ebene gemeldet haben und gesagt haben, so ungefähr haben sie jetzt kein Interesse mehr, aber wir halten daran fest, das Thema aufzurufen, Bildungsministerin und auch die kommunale Ebene und zu schauen, ob wir wenigstens punktuell da, wo es besonders schwierig ist, helfen können. Letzter Punkt, was die Geschichte angeht von Herrn Günther mit dem Brunnen. Ich finde den Punkt, den Sie da gemacht haben, spannend. Und da könnte ich jetzt aber nur anbieten, dass man mal zum Beispiel sachkundige Einwohner und Stadtvertreter, die sich hier dafür interessieren, und einen Vertreter vom Wasser- und Bodenverband zusammenbringt zu einer Beratung, um das mal sich so ganz praktisch anzugucken.
Ja, das kann ich ja nicht einfach jetzt hier so... klar zu verabreden, wie man das vielleicht sich nochmal anschaut. Und da wäre mein jetzt jedenfalls Vorschlag, das könnten wir ja mal mit dem Umweltminister besprechen, dass es eine gemeinsame Beratung mit Vertretern vom Wasser- und Bodenverband angeht, dass man sich das anschaut und kann man an welcher Stelle könnte man Dinge in diese Richtung verbessern. Vielleicht kriegen wir die Vereinbarung sogar noch ein bisschen beschleunigt. Der Landrat hat uns eben gerade ein bisschen zugezwinkert. Das ist ja ein Thema, was vor allem auch den Landkreis als untere Naturschutzbehörde betrifft. Ich sage Ihnen mal, uns beide bewegen beide Themen. Einerseits diejenigen, die sich für dieses Thema so aussprechen, wenn es um die Thematik Dürre geht. Und andererseits, ich will es auch nochmal andersrum rückspiegeln, wir haben auch Regionen, wo nach wie vor Wasser steht. Das ist für Landwirtschaft, für Anwohner mindestens genauso eine große Herausforderung, dazwischen die Balance zu finden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Frage, die Sie gestellt haben, machen wir uns nichts vor. Nach dem, was wir erleben, mit dem, was mit unserem Klima passiert, wir werden diese Themen in den nächsten Jahren häufen. Wir werden sie weitererleben. Dadurch werden neue Herausforderungen entstehen und es wird als Land auch viel Kraft kosten. Aber ein Zitat kenne ich von unserem Landwirtschaftsminister nur zu gut. Wasser ist die Grundlage unseres Lebens. Das liebäugelt manchmal jemand und nicht jeder mag da in die Tiefe einsteigen. Aber wenn es mit dem Wasser nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen, das erlebt die Ministerpräsidentin dann wieder nächsten Donnerstag bei ihrer traditionellen Erntebereisung. Landrat, Sie und ich würden uns dann nachher auch gerne dazu austauschen. Ich finde Ihre Frage klasse. Dann will ich noch mal einmal, weil Frau Schwesig gesagt hat, sagt noch mal einen Satz zu dem Thema Radwege und den Gehwegen und dem kommunalen Straßenbau. Da ist noch mal auch vertiefend, und ich muss einmal die Zahlen in diesem Raum sagen, nicht weil sie am Ende auf Cent genau stimmen wird, weil Corona Veränderungen bringt, aber das FAG regelt eine neue Finanzverteilung innerhalb des Landes. Eine neue Gerechtigkeit in dem, wie wir Landesmittel und kommunale Mittel aufteilen. Und ich darf das immer sagen, weil ich ja an der Stelle Staatssekretär für Vorpommern bin und nicht wie die Ministerpräsidentin das im ganzen Land vertreten muss. Aber unsere Gemeinden hier bei uns, Vorpommern, im Vorpommern-Greifswald, im Altkreis der Mien, sind die großen Gewinner dieses FAGs. Hier werden Sie jetzt von Weitem nicht viel erkennen, nur dass in dem östlichen Landesteil die Farben besonders dunkelgrün sind. Im westlichen Landesteil hellgrün, heißt, die kriegen unterm Strich die allermeisten auch sogar noch mehr. Aber das Dunkelgrün sagt genau das. Sie dürfen sich in der Stadtvertretung streiten wie die Kesselfricker. Welche Straße wird zuerst gemacht, welches Feuerwehrauto gefördert, machen wir was in der Kita? Wir wollen das gar nicht in Schwerin per Fördermittelbescheide entscheiden. Kommunale Ebene funktioniert so, dass der Landrat sich mit seinem Kreistag über die Prioritäten auseinandersetzen soll. Und deshalb haben wir darin sehr, sehr viel Kraft investiert. Und nur mal für Grimm die Zahlen zu nennen, Nettobetrag nach Abzug der Kreisumlage. Finde ich immer die spannendste Zahl. Und wenn ich diesen Streit, wie viel geben wir eigentlich dem Kreis ab, auch die müssen finanziell gut ausgestattet sein. Im Jahr 2018 6,3 Millionen, im Jahr 2020 statt Grimm 7,7 Millionen. Grimm ist einer der großen Gewinner dieses FAGs. Und bei allem Respekt, ich weiß nicht, ob ein Kämmerer hier unter uns ist, ich habe mir die Mühe gemacht im Rahmen meiner Ämterbereisung und mir das immer gern von den Kämmerern darstellen lassen und am Ende das nach einem Jahresabschluss angeguckt. Und glauben Sie mir, die kommunalen Finanzzahlen, gerade nach neuem FAG, sind deutlich besser, als sie im politischen Raum manchmal dargestellt werden. Und dazu kommt natürlich die Infrastrukturpauschale, 585.000 Euro, die müssen investiert werden. Müssen investiert werden, die dienen nicht der Haushaltskonsolidierung. Heißt, egal wie schwierig der Haushalt in einem kleinen Dorf oder in einer mittelgroßen Stadt ist, das sind investive Mittel. Und die werden ankommen in den Projekten, die Ihnen allen seit Jahren unter den Nägeln brennen. Das erlebe ich selbst. Ich bin auch Kommunalpolitiker, auch Stadtvertreter, bin auch Kreistagsmitglied und ich sehe, was zurzeit geht, was vorher undenkbar war. Ich will vor allem aber zu dem einen Punkt noch Abriss etwas sagen. Wir haben ein Landesprogramm dazu, wie gehen wir um mit vor allem Industriebrachen im ländlichen Raum, aber bis hin in den Stadtumbauprozessen. Und ich finde, da sind unsere Kommunen bei uns im Landesteil wahnsinnig vorangekommen in den Jahren. Und
Trotzdem gibt es immer noch diese Big-Schiffe, die uns Sorgen machen. Im kleinen Dorf, ein altes Polsterwerk, hier bei Ihnen in Grimm, in dieser altindustriellen Struktur, eine ganze Menge darin. Klar ist auch, dass man eine Kommune bei so einem Thema nicht alleine lassen kann und auch nicht alleine lässt. Ich war im Rahmen meiner Rathausdauer bei Ihrem Bürgermeister, Benno Rüster, der mit mir ein bisschen durch Ihre schöne Stadt gegangen ist. Ich habe schon vorhin gesagt, ich habe ein ganz anderes Bild von Grimm. Ich bin Torgelower, kann das einwohnertechnisch vielleicht ganz gut vergleichen. Ich war schwer beeindruckt, was hier passiert ist, was hier geht. Darauf sollte man auch immer den Fokus rücken. Aber bei den Themen, wie geht es weiter mit der Wohnungsbaugenossenschaft, da sind wir sehr konkret mit ihm auch dran, unter die Arme zu greifen, ob er inhaltlich dafür war oder nicht. Klar ist aber, wir müssen bei den Altschulden dieser Genossenschaft helfen. Das ist wichtig. Und das zweite Thema ist, dass die Stadt Grimm auch nicht alleine gelassen wird bei den Themen wie zum Beispiel Abriss. Und wenn am Ende sich Kommunen und Landkreis in einem guten Plan darauf verständigen, wofür setzt man Mittel ein, was auch den Radwegeweg angeht, ist das der richtige Weg. Da will ich noch einmal sagen, wir müssen uns auch alle in Erinnerung rufen, wo haben wir bei dem Thema, und ich bin Jahrgang 88, deswegen sage ich das in aller Zurückhaltung, aber wo haben wir bei dem Thema Radwegebau eigentlich angefangen und wo stehen wir heute? Ich weiß, wir zählen uns gerne die Wege auf, die alle noch fehlen. Wenn ich den Radweg übergebe, mit der Ministerpräsidentin und dem Minister, haben wir immer drei Leute noch dabei, die sagen, aber das Dorf und den und den nächsten, das ist auch gut so, muss auch so sein. Aber wo haben wir bei dem Thema angefangen? Wir haben beim Thema Radwegebau bei so gut wie null angefangen. Wenn wir mit Touristen sprechen, wenn wir die touristischen Erhebungen sehen, dann sehen wir, das Thema Radtourismus ist ein Riesenthema, womit Mecklenburg-Vorpommern punktet, wo wir auch Leute anziehen. Dass das jetzt in puncto Daseinsvorsorge noch besser klappen muss, da würden wir uns jetzt vielleicht nachher auch nochmal austauschen, gerne in dieser Runde. So viel im ersten Rundenablauf. Jetzt würde ich gerne die zweite Runde eröffnen und will mal sagen, es tut einfach gut, dass wir auch so viele Themen haben, die links und rechts neben Corona sind. Der Herr in der ersten Reihe, die Dame in der vierten Reihe und das ist dann die 1, 2, 3, 4, 5. Reihe. Ja? Die nächsten drei. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielleicht wieder zu Beginn ganz kurz den Namen und dann das Thema. Mein Name ist Günter Rösch, ich spreche für den Kulturbund in Grimm und ich habe zuerst einmal eine Frage. Was ist blöder als das Tragen einer Maske? Das ist keine Aufforderung, das nicht zu tun, sondern blöder ist, beatmet zu werden oder beatmet werden zu müssen. Das möchte ich übergeben. Gut, die zweite Frage ist über die Kompetenz unserer Minister und Angestellten in der Landesregierung. Ich will keinem vorwerfen, dass er das nicht kann, aber ich sehe Schwierigkeiten, dass man gleichzeitig zwei Richtungen vertreten kann. Unser Umweltminister passt auf, dass rundum Solle Platz gemacht wird, damit er ein bisschen Grünzeug wachsen kann. Aber er ist Landwirtschaftsminister und gibt den Bauern recht, dass die bis nahe ranflügen können. Und das nun von einer Person entscheiden zu lassen, finde ich, das gibt es auch in mehreren Bereichen, schwierig, das auseinanderzuhalten. Also ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber diese Gleichzeitigkeit von zwei Richtungen von einer Person entscheiden zu lassen, ist schwierig. Und zu Nord Stream habe ich die Frage, könnte man nicht einrichten, dass die Pharmafirma, die so ein Impfmittel an die USA zu 100% verkaufen kann, zwingend sagt, das muss vom Hafen Mukran verschifft werden. Das wäre doch eine Möglichkeit und man sollte allen Firmen, die guten Handel mit den USA machen, verpflichten, 1-2% ihrer Umlagen in Nord Stream 2 zu stecken, dass dann eine Verbindung da ist und dass Trump dann mit seinen eigenen Veto bestimmte Sachen nicht machen kann. Gut, danke. Dann die Dame in der vierten Reihe. Vielleicht übergeben Sie uns diesen schönen Zettel. Eigentlich sollten Sie sich das markenrechtlich schützen, aber die Ministerpräsidentin hat schon gelächelt und unser Regierungssprecher hat vorhin gesagt, perfektes Zitat eigentlich zu jeder Aussage in Sachen Maske. Ist nicht von mir, ist aus dem Radio. Ist hervorragend. Hallo, mein Name ist Katja Schulster. Ich bin Jugendbildungsreferentin der DJO, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte etwas Schönes erzählen. Und zwar unser Landesverband, wir sind ein Landesverband für kulturelle und interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und unser Landesverband ist unter anderem Träger des Internationalen Folklore-Tanzfestes in Ribnitz-Damgarten. International, gut, das hat am Ende Juni leider nicht stattfinden können, zumindest nicht auf dem Marktplatz in Ribnitz-Damgarten.
Jedoch haben wir natürlich überlegt, wie kann man Kultur, Folklore und Internationalität in dieser katastrophalen Situation, die sie damals ja noch schlimmer war für uns alle, weil wir da wissen, ja alle, wohin die Reise geht, erhalten. Und viele Fördermittelgeber haben mit uns an einem Strang gezogen und das war einfach wunderbar. Die Stadt Rappitz-Damgarten sowieso, unser Landkreis auf jeden Fall und auch das Bundesministerium hat innerhalb von 24 Stunden aus internationalen KJP-Mitteln auf einmal nationale Mittel gemacht. Das haben wir so noch nie erlebt vorher. Und sogar das Kultusministerium, und darüber haben wir uns besonders gefreut, hat innerhalb von einem Monat eine Entscheidung getroffen. Also Mai beantragt, im Juni kam die Fördermittelzusage. Das haben wir so noch nicht erlebt. Es hat Spaß gemacht, im Büro zu arbeiten. Nicht nur beim Projekt vor Ort zu sein, sondern auch tatsächlich im Büro zu arbeiten und das Ganze zu bewerkstelligen. Und ich wünsche mir so sehr für alle Vereine und vor allem für unsere Ehrenamtlichen, dass gerade was Fördermittel anbelangt, vielleicht da auch einiges einfach viel schneller geht in Zukunft, unkomplizierter vielleicht auch. Das wäre, glaube ich, für uns alle sehr hilfreich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Wunsch, der uns verbindet. Und dann die Dame. Sie haben das Wort. Ja, ich bin Petra Wolter und spreche hier heute für den KSV Grimm, für den Kampfsportverein Grimm. Und zwar haben wir ja das Problem mit dem Verein im Moment, dass die Kinder nicht regelmäßig trainieren konnten durch Corona, uns die Kinder weglaufen, wir an Kinderschuhen, also sprich die Sportler sich jetzt zu Hause beschäftigen mussten, das jetzt cool finden vom Fernseher und so weiter, nicht wieder gewillt sind teilweise zurückzukommen. Es ist nicht nur unser Verein, das trifft, denke ich, alle Sportvereine. Und ich denke mal, der Ansatz war sehr gut, hat mir gefallen. Und unsere Frage ist, was spricht jetzt dagegen, dass wir wieder Wettkämpfe austragen dürfen? Wir sind zwar ein körpernaher Sport, aber unsere Kinder brauchen das. Ja, die Frage, was dagegen spricht, dass man das wieder auch in die Gänge bringt, halt, dass dort ja auch der Alltag wieder einkehren kann. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, im Spruch kann ich mich nur anschließen. Es ist so, Coronavirus ist eine Bedrohung für die Gesundheit von allen und solange wir kein wirksames Medikament haben, obwohl sich im Bereich der Medikamente bei den Behandlungen auch schon einiges jetzt verbessert hat, also es ist wirklich wichtig, sich frühzeitig zu melden, wenn man Symptome hat, weil es jetzt auch schon einen anderen Stand gibt, wie man helfen kann, aber man hat jetzt kein Zaubermittel und auch noch kein Impfstoff und das führt einfach dazu, dass man sich aber es gibt drei gute Nachrichten, es gibt Möglichkeiten, der Abstand, die Maske und die Hygienemaßnahmen und ich weiß, das ist so ein bisschen anstrengend, wenn man sowas ewig lange durch, weil wir das lange durchhalten müssen, das ist wie ein Marathon, aber ich teile Ihre Einschätzung für das Risiko, dass jemand anderes oder man selber dann schwer erkrankt oder sogar mit ein bisschen zur Beatmung, glaube ich, ist die Maske verhältnismäßig kleines Mittel. Auch wenn sie jetzt bei den Temperaturen lästig ist, das geht jedem so, aber es ist doch besser, wir haben einen Schutz, als wenn wir gar nichts hätten. Und das, deswegen halten wir auch da weiter dran fest, auch wenn es die Diskussionen gibt. Gleichzeitig haben Sie angesprochen, was ganz anderes, wie passt das zusammen, wenn sich jemand um Landwirtschaft und Umwelt kümmert? Sie haben zu Recht geschildert, dass es da Interessenkonflikte geben kann. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich total froh bin, dass wir eins der wenigen Bundesländer sind, wo eben Landwirtschaft und Umwelt in einem Ressort sind. Es ist schwer für Herrn Backhaus, weil er diese widerstreitenden Interessen hat und auflösen muss. Aber es wird nicht besser, wenn es in zwei Ministerien ist, dann gibt es auch nur, dann gibt es ja auch diesen Streit müssen Sie oder diese Diskussion müssen Sie auch auflösen. Und wenn schon die gleichen Köpfe sich Gedanken machen müssen, wie kann ich eigentlich diesen Konflikt auflösen, kommt nach meiner Erfahrung meistens besser was raus, als wenn der eine den anderen blockiert. Aber es ist schwer und genau, aber darum geht es ja, finde ich, auch in der gesellschaftlichen Debatte. Es muss uns gelingen, Wirtschaft und Umwelt, das gilt ja nicht nur für Landwirtschaft, sondern generell auch für Wirtschaft, zusammenzudenken und daraus keinen Widerspruch zu machen.
Und im Bereich Landwirtschaft ist es gerade Herr Backhaus, der sehr früh deutlich gemacht hat, gerade wenn es zum Beispiel jetzt wieder um die neuen europäischen Mittel geht, macht es Sinn, die Mittel so einzusetzen, dass die Aufgaben, die im öffentlichen Interesse sind, die Landwirtschaft erfüllen soll, Tierwohl, Umweltschutz, eben aus solchen Mitteln eben mitfinanziert werden. Die Landwirte, es geht ja nicht, dass wir die Landwirte zum Buhmann der Nation machen, nach dem Motto, ihr seid an allem schuld, sondern wir müssen den Landwirten schon sagen, wie sie eigentlich unter Beachtung dieser wichtigen Anliegen, Umweltschutz, Tierwohl, so produzieren können, dass am Ende auch noch gute, gesunde Lebensmittel rauskommen, die auch für alle bezahlbar bleiben. Das ist ja eigentlich die Kette. Und da kann man nicht den, der ganz am Anfang steht, das haben Sie jetzt nicht gemacht, aber so kommt mir manchmal die öffentliche Diskussion vor. Lange hat sich keiner dafür interessiert, wie Milch, Brot und Butter auf den Tisch kommt. Und wenn irgendein Skandal ist, dann sind die Landwirte schuld. Und diese Schwarz-Weiß-Diskussion, die wir teilweise in Deutschland haben, die finde ich nicht richtig, sondern wir müssen gemeinsam mit den Landwirten einen Weg finden, wie die Produkte umweltschonend und tierwohlmäßig letztendlich produziert werden, bis hin zur Verarbeitung. Und dann muss es auch so sein, dass es jetzt nicht billig ist, aber so ist, dass es für alle bezahlbar ist. Und das ist die große Herausforderung. Ich bin nächste Woche mit den Landwirten, es gehört auch immer traditionell zu meiner Tour, einen Tag unterwegs, so eine Erntebereisung. Und genau dieses Thema diskutieren wir da, wie wir an dieser Stelle vorankommen. Und ich erlebe eigentlich mehr Landwirte, die sich auch schon längst über diese Themen Gedanken machen. Die sagen nur, wenn es für uns Einschränkungen gibt, dann müsst ihr uns aber sagen, wie wir das auch so hinkriegen, dass unser Betrieb dabei nicht pleite geht. Und deswegen finde ich es nicht schlecht, dass Till Backhaus, für den ist es auch manchmal ganz schön schwer, diese widerstreitenden Interessen schon mitdenken muss und sich nicht der eine auf den einen Standpunkt stellt, der andere auf den anderen und dann bewegt sich nichts. Dann kriege ich es meistens auf den Tisch. Ja, so. Und deswegen wollte ich mal sagen, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass es so ist. Zu Nord Stream, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eher von Ihnen Augenzwinkern war oder ernst gemeint. Das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit in der ganzen Debatte mit den USA. Will man jetzt eigentlich genauso reagieren wie die USA, zum Beispiel mit Gegensanktionen drohen? Wir sind ein Bundesland, was immer, auch was die Sanktionsdebatte gegenüber Russland anging, gesagt haben, wir halten selber von den gegenseitigen sich sanktionieren gar nichts, weil darunter leiden die Betriebe und die Leute. Und jetzt ist es aber schon so, dass ich glaube, Deutschland, dass ein Punkt erreicht ist, wo Deutschland auch auf Ebene der internationalen Beziehung wirklich mit Amerika sprechen oder mit den USA reden muss, weil das jetzt schon hier eine starke Drohung ist. Und was den Impfstoff angeht, ich wäre erstmal froh, wenn er da ist. Und dann würden sich sowieso alle drum reißen. Deswegen verstehe ich die Debatte zur Impfpflicht nicht. Ich wäre froh, wenn wir einen hätten und erstmal alle impfen können, die wollen. Ja, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Aber ich weiß schon, was Sie gemeint haben. Die Botschaft, denk doch bitte dran, wenn du uns so behandelst, du brauchst eigentlich uns auch. Nicht? Und deshalb wäre es wichtig, dass diese Eskalation nicht weitergedreht wird. Es ist sehr schwer und ich persönlich finde es eigentlich schade, weil wir hatten ja eine lange Zeit, wo sowohl das Verhältnis zu den USA und das Verhältnis zu Russland entspannt war. Und ich glaube, wir alle, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, wissen ganz genau, dass dieses kalte Kriegdenken und dieses Schwarz-Weiß-Denken gar nichts bringt. Ich glaube, uns ist es sehr wichtig, wir haben ja eigentlich nach der Wende beides gewonnen. Wieder ein traditionell gutes Verhältnis zu Russland, was wir immer hatten, aber auch eben mehr Möglichkeiten gegen mit Amerika und ich würde mir sehr wünschen, dass es da wieder hingeht. Wir haben seit vielen Jahren keinen guten Dialog mehr mit Russland, nicht wir. Wir als Land Mecklenburg-Vorpommern haben den mit unserer Region, machen das auch sehr stark, da ist auch Stefan sehr engagiert. Aber insgesamt würde ich mir wünschen, dass diese harten Töne, die wir immer wieder jetzt zwischen den Staaten hören, eigentlich abnehmen, denn eigentlich müsste so eine Pandemie wie jetzt zeigen, dass um gut auf dieser Welt klarzukommen, es vernünftiger wäre, wenn man gut miteinander im Gespräch ist. Und das ist unser Ziel. Wir können es als MV nicht alleine machen, aber wir leisten da unseren Beitrag, wo wir können. Zum Kulturbereich, ich will mich erstmal bedanken, auch für das positive Feedback. Ich nehme das auch gerne mit für unsere Kultusministerin.
Bettina Martin, die auch Bildungsministerin ist, und sie erleben gerade, wie schwer dieser Job ist. Das ist einfach eine Riesenaufgabe und am Ende wissen es natürlich immer alle besser und sie macht da wirklich einen super Job, aber hat auch den Kulturbereich und stand wirklich am ersten Tag des Lockdowns auf der Matte, ich sag's mal so salopp, und hat gesagt, wir müssen uns dringend auch um die Kultur Gedanken machen. Es kann nicht sein, dass dass das irgendwie hinten runterfällt, und hat ja diesen Kulturfonds dann auch auf den Weg gebracht. Und wir haben für alle Vereine, das will ich ausdrücklich sagen, der Ehrenamtsstiftung sofort Geld gegeben, dass wir den Vereinen in unserem Land gerade dem Ehrenamt helfen. Das will ich hier auch nochmal informieren. Also wenn ein Verein Probleme hat, dann bitte sich an die Ehrenamtsstiftung wenden. Wir helfen da auch. Und Sie haben jetzt was wohltuend empfunden und ich sehe das auch so. Auf einmal sind Soforthilfen, Unterstützung unkomplizierter möglich als sonst. Das höre ich immer wieder, dass es eigentlich auch so unkompliziert sich vorher gewünscht worden ist. Ich sage ganz klar, wir haben immer wieder Debatten, die haben wir auch gerade im Land, dass es eigentlich strenger werden soll, dass wir mehr Richtlinien brauchen, noch mehr kontrollieren sollen. Das ist so ein bisschen der Spagat, nicht? Eigentlich wäre es einfach schöner, aber wenn dann eben mal was passiert, wo es nicht so gut gelaufen ist, wird sofort wieder geschrien und gesagt, warum habt ihr das dann nicht strenger gemacht? Das ist so ein bisschen das Problem, ich nehme es aber gerne mit und ich finde ja, dass man auch aus dieser Corona-Pandemie lernen sollte und wenn wir da vielleicht jetzt was gemacht haben, was eigentlich einfacher geht, sollten wir schauen, ob wir das nicht beibehalten können. Was den Sport angeht, bin ich völlig bei Ihnen, also ein großer Nachteil auch des Lockdowns war die mangelnde Bewegung und ich glaube persönlich, dass dass jedenfalls Sport auf alle Fälle ein wichtiger Beitrag ist, a, erstmal gesund und fit zu bleiben und im Zweifel auch mal einer Krankheit etwas entgegenzusetzen. Und das ist für die Kinder natürlich besonders wichtig, dass die Sport machen. Unser Motto ist immer, jedes Kind, was im Sportverein ist, was Freunde hat, was Freizeit macht, im Kulturverein, ist ein Kind, was nicht irgendwo alleine an der Bushaltestelle rumhängt. Und deswegen sind unsere Vereine wichtig. Jetzt ist es natürlich schwierig, die wieder zurückzuholen. Bei den Wettkämpfen ist es so, dass unsere Sportministerin ja Wettkämpfe jetzt erstmal schon freigegeben hat für den, ich sag mal, ein bisschen kontaktlosen Bereich. Ich weiß auch, dass ihr Bereich eigentlich am Start ist. Aber wir haben diese Woche, also auf dem Zettel steht, aber diese Woche haben wir zusammen entschieden, diese Woche keine weiteren Lockerungsmaßnahmen an keiner Stelle, weil wir erstmal mit der Schulöffnung starten wollen. Weil wir sagen, die Schulöffnung ist dann am sichersten, wenn außerhalb der Schule die Infektionszahlen niedrig bleiben. Und deswegen haben wir an keiner Stelle was gelockert. Wir schauen uns das jetzt 14 Tage an. Ich bin zuversichtlich, dass das gut bleibt und wollen uns am 25.08. wieder in dieser Runde treffen und da weitere Lockerungsmaßnahmen besprechen. Und da werden wir auch schauen, was weiter im Sportbereich möglich ist. Für mich hat sich eben so ein bisschen die Frage gestellt, als Sie es berichtet haben, aber haben die Kids nicht Lust, trotzdem was zu machen? Ich meine, man kann ja auch als Kampfsportverein Fahrrad fahren, laufen gehen, schwimmen, baden. Das ist, was ich noch nicht so richtig verstanden habe an dem Problem. Also Sie gehen schwimmen? Ja, wir gehen schwimmen, aber Sie brauchen das Training, um das, was Sie gelernt haben, nicht wieder zu vergessen. Die Kleinen haben angefangen zu trainieren. Durch die Ferien jetzt vorher schon, der Sport war nicht gegeben. Die haben alles vergessen, was sie gelernt haben. Die fangen wieder von vorne an. Und gerade in diesem Sport, weil wir ja auch ein Kontaktsport sind, ist das natürlich schwierig, das auch draußen zu veranstalten. Wir haben angefangen mit draußen, haben das dann wieder in die Halle verlegt. Aber es reicht ja nicht einfach nur gegen Meier und Lehmann zu kämpfen. Sie sind es ja auch gewohnt gegen andere. Auch noch gegen Schwesig und Dahlemann. Ja, okay, verstehe. Ja, so ungefähr. Nee, aber gegen andere Vereine zu kämpfen. Ja. Und unser Turnier ist ja am Ende des Monats eigentlich angesetzt gewesen. Also ich verstehe Sie. Wir hoffen, dass das auch
Ich verstehe Sie und wie gesagt, 25.08. ist die nächste Runde und ich weiß, unsere Sportministerin hat diese ganzen Sachen auf dem Zettel und unser Credo ist, natürlich wollen wir, das haben wir auch ganz früh gemacht, Bewegungen wieder zulassen. Deswegen hatten auch die Tierparks und Zoo als erstes offen, da gab es Ärger, wieso wir schon und nicht andere, wo wir gesagt haben, ja, aber wir wollen, dass die Familien wieder raus können, sich bewegen. Ich wollte nur sagen, es ehrt sie total, aber vielleicht hilft es auch, wenn ich sage, also es, ihr Anspruch ehrt sie, die sollen jetzt wieder anknüpfen können und sie sollen ihr Training wieder haben. Und, aber ganz ehrlich, ich finde, wenn sie schon den Kids anbieten, einfach wieder zusammen Sport machen und jetzt haben wir gerade einen schönen Sommer, zusammen baden gehen, was anderes machen, das ist auch gut. Setzen Sie nicht selber so unter Druck, dass das jetzt alles wieder so sein muss wie vorher. Ich glaube, dass wir das noch nicht gleich schaffen. Das ehrt sie sehr aus meiner Sicht, aber vielleicht hilft es ja auch. Ich habe das auch so bei manchen Lehrern gemerkt, die auch im Lockdown, die hatten den Anspruch, dass das alles trotzdem so weitergeht. Und ich glaube, wir müssen so uns ein bisschen sagen, wichtig ist, dass wir wieder überhaupt Bewegung und Zusammensein ermöglichen können und dass das weiter dann so gut bleibt mit den Infektionszahlen. Also Respekt davor, dass Sie das schon wieder alles im Kopf haben, aber also ich finde, die Kids haben schon mal schön, wenn sie überhaupt mit Ihnen Leute haben, die sagen, kommt, wir machen mit euch Sport draußen, wir machen was Schönes im Sommer und vielleicht noch so die Zeit durchhalten und wir nehmen auf alle Fälle den Kampfsport mit. Wir haben das verstanden, die Kampfansage. Gut. Sind denn die Ringer dabei? Die Ringer nicht. Aber ich will einmal sagen, ich glaube, hier sind zwei Bloß Vereine. Bloß gut, das hat mein Cousin gemacht und immer wenn er mit mir geübt hat, das tut weh. Jetzt also, hast du sogar noch geübt im Kampfsport, da möchte ich wissen, dieses Duell nicht. Er hat geübt, ich war nur das sozusagen der Proband. Das ist was Schlimmes. Okay, heute erfahren Sie Dinge über die Ministerpräsidentin, die Sie sonst nicht erzählen, schreiben Sie alle mit. Ich will einmal sagen, aber ich finde es schön, dass zwei Vereine aus der Region einfach auch dabei sind. Ich habe das Folklore-Festival erleben dürfen. Sie wissen noch, grauenvolles Wetter. Wir saßen unter platternden Reden auf dem schönen Ribnitz-Damgartner Marktplatz. Und die Ministerpräsidentin hat mich gebeten, eigentlich für dieses Jahr im Sommer, Mensch, die großen Stadtfeste, da wo die Menschen dabei sind, ach, Sie können uns glauben, also diese Vollbremsung, die wir mit Corona hingelegt haben, die fällt nicht nur Ihnen in den Verein schwer, die fällt auch uns schwer. Aber umso besser das jetzt klappt, mit Abstand, mit wirklicher Vernunft unsererseits, umso eher sind auch Dinge wieder möglich. Und Folklore-Festival, da müssen wir an der Ministerpräsidentin dann wirklich auch mal arbeiten, dass der Terminkalender klappt. Sie wünscht das sich gar kein genau Problem, ich habe ja Volkstanz gemacht als junges Mädchen. Da in der Kinder- und Jugendtanzgruppe Selo, in der Kreiskinder- und Jugendtanzgruppe Selo. Bändertanz, Holzschuhtanz war bei uns in. Ja, da kommen wir zusammen. Sehr schön. Also, das nehme ich auf die To-Do-Liste, darauf zu achten, dass das mit diesem Termin klappt. Und Herr Bürgermeister, Sie können sich dann schon mal bereit machen. Oh, lieber Herr Rauchmünster Bürgermeister, wahrscheinlich habe ich es echt gut gemacht, dass Sie das gar nicht erfahren haben, aber. Als ich meine Reha gemacht habe, in der Nähe von Ribnitz im Garten, das wissen Sie doch schon, nicht? Ja, ein Bürgermeister kennt alles. Bin ich ganz inkognito in Ihr tolles Bernsteinmuseum gegangen. Und das war die erste Woche, wo wir wieder Museen geöffnet hatten, aber so alle sich ein bisschen erprobt haben. Es war nichts los, ich hatte das ganze Museum für mich alleine. Es war mega schön in dem Café und dann habe ich mir die ganzen tollen Bernsteine angeguckt, die Videoinstallation. Also Chapeau, da haben Sie ein tolles Museum. Also Corona-Zeit hatte auch was Gutes. Also die soll ja auch Glück bringen, der Bernstein, glaube ich ganz fest dran. Die Ministerpräsidentin war wesentlich mehr in Vorpommern unterwegs in den letzten Wochen, als manch einer erwartet hat. Und das ist auch schön und das Museum ist wirklich ein Highlight. Ich würde jetzt in die Fragerunde noch einmal starten. Wir würden noch mal zwei, drei, ich sage jetzt mal vier, weil es dann die letzte Runde ist. Vier und wir fangen einmal an, hier vorne links. Vielleicht halten Sie die Hände hoch, sonst dann ganz hinten eben gepunktet. Vorhin hatten wir den rechten Block, jetzt müssen wir einmal den linken Block nehmen. Das ist in Ordnung, sonst fühlt sich nachher noch jemand benachteiligt. Dann die Dame im Kleid und der Herr daneben. Und wie immer, toll wäre einmal kurz knackig der Name und dann antworten wir. Vielen Dank. Joachim von Marschall. Frau Ministerpräsidentin, liebe Frau Schwesig, herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen, die Sie gemacht haben. Ich würde gerne noch mal zum Thema Nord Stream 2 etwas sagen oder eine Frage stellen auch. Ich habe 35 Jahre lang für den Auswärtigen Dienst die Interessen Deutschlands im Ausland in verschiedenen Funktionen vertreten. Und ich bin wie Sie der Meinung, dass Sanktionen in aller Regel wenig bringen und häufig die Falschen treffen. Trotzdem möchte ich gerne darauf hinweisen, dass die Sanktionen gegen
anderen Charakter haben als Sanktionen, die die amerikanische Regierung gegenüber allen Teilnehmern an Russland verhängen wollen. Im Falle von Russland denke ich mir, besteht die Gefahr, dass wir uns da den Fall schneiden, weil unsere Wirtschaft natürlich auch im Ostgeschäft betroffen ist. Im Falle von den USA ist es umgekehrt. Wir sind Nettoexporteur in den USA. Das heißt also, die Sanktionen können uns schon erheblich treffen. In dem Zusammenhang hätte ich die Frage, in welchem Ausmaß die Wirtschaft von Mecklenburg da auch involviert ist als Exporteure, zum Beispiel in den USA. Ich glaube, wenn das eine Größe ist, die nicht vernachlässigbar ist, kann man zwar sagen, was die Amerikaner machen, geht gar nicht. Da bin ich auch völlig bei Ihnen. Aber wir müssen auch mit den Realitäten leben. Und die USA haben andere Möglichkeiten, uns das Leben schwer zu machen, als wir es umgekehrt hätten, wenn wir es wollten. Das heißt also, ich denke, wir müssen schon genau überlegen, wie weit wir hier sozusagen ein riskantes Spiel üben und sagen, wir ignorieren die Sanktionen und machen weiter. Oder ob wir nicht sozusagen erstmal versuchen, eine Analyse der Situation zu machen und uns genau überlegen, was tun wir, und was tun wir zähneknirschend nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir uns dann nicht auch wieder ins eigene Fleisch schneiden, wenn es um die Sanktionen von den USA geht. Dankeschön. Ich bin Anna Constanze Schröder und möchte gerne in zwei Funktionen sprechen. Einerseits bin ich Geschäftsführerin im Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und andererseits komme ich als Einwohnerin hier Landkreis 20 Minuten angefahren. Als Heimatverbandsgeschäftsführerin möchte ich noch mal betonen, was Frau Zülsdorf sagte, dass die Kulturförderung tatsächlich in ihrer Struktur sehr schwierig ist. Zum Beispiel, wir leben ja von der Förderung im Verband und die wird immer jahresweise ausgegeben. Können Sie ein Stück? Und das, egal wann wir beantragen, die Ministerin kann das erst Ende des Jahres freigeben und dann wird es ja noch mal, dann darf erst geprüft werden. Und Gehälter können wir dadurch frühestens ab März zahlen und wenn sie es verzögert, ab Mai, dann eben rückwirkend für Januar, aber das ist eine ziemliche Zumutung, finde ich. Und ich erlebe es in meiner Alltagsarbeit, dass die Hälfte meiner Arbeitszeit mit diesen Fördermittelabrechnungen, Änderungsanträgen, Änderungsanzeigen zu tun hat, anstatt dass ich tatsächlich die Arbeit, für die ich eigentlich angestellt bin, machen kann. Also zum Beispiel begegnen mir im Land Ausstellungen in kleinen Museen, unsere Originaltracht. Aber wenn man sich auskennt, weiß man, das ist eine Tracht von den Reichsbauernschulen, also das ist Nazi-Kleidung, die dort ausgestellt wird als bürgerliches Kleidungsstück. Also, und man müsste mehr Zeit haben, mit den Leuten vor Ort darüber reden. Auch großes Thema in den kleinen Museen im Land, wo Erinnerungsstücke an die DDR gesammelt wird. Wie diskutieren wir mit den Bürgern vor Ort über ihre DDR-Geschichte in den kleinen Heimatmuseen? Also das nur so als zwei Beispiele, und da habe ich eigentlich nicht genug Zeit für, weil ich mich diesen komplizierten Fördermittelabrechnungen den ganzen Tag beschäftigen muss. Das andere, was ich gerne ansprechen möchte, ist, ich bin jetzt in die Bürgerinitiative Rettet die Jamener Mühle eingestiegen und das ist ja so eine blöde Situation, also diese ganzen Initiativen sind ja nicht gefruchtet, die Mühle wird geschlossen und es gibt andererseits wieder Leute, die eine neu aufbauen wollen und mir scheint aber, da stimmen die Kommunikationen nicht so richtig. Also die Mühle soll neu gemacht werden, die Bäcker melden aber zurück, wir haben doch schon längst neues Mehl, sollen wir alle zwei Jahre jetzt unser Mehl wechseln und wieder neu anfangen, uns darauf einzustellen. Also da ist ja erstmal jetzt ein Absatzmarkt weg, andererseits werden Großinvestoren gesucht, irgendwie, keiner weiß was. Meine Frage jetzt in dem Zusammenhang ist denn nicht so regionale Wertschöpfung und solche Industriebetriebe wie so eine Mühle nicht auch eine Art von Daseinsvorsorge? Also jetzt nicht nur für die Identität der Jamener, sondern eben auch, dass wir wissen, unsere Nahrungsmittel kommen aus der Region, bleiben in der Region. Und gibt es da Ansätze der Regierung, dort vielleicht auch nochmal stärker zu steuern? Also zum Beispiel zu sagen, wir suchen jetzt nicht wieder einen Großinvestor, sodass wir in 30 Jahren das gleiche Problem mit so einer Mühle haben wie jetzt, sondern wir geben Fördermittel dann, wenn genossenschaftlich gearbeitet wird mit den Bauern zusammen. Also wäre ja ein Vorschlag. Gleiche gibt es ja auch mit der Fleischproduktion jetzt, ne? Denke ich, in der Debatte. Vielen Dank. Dann, ich darf jetzt mal sagen, das linke Duo hier. Einmal die Damen Geblümten und dann der Herr draußen. Hallo, mein Name ist Christine Treptow. Ich bin geschäftsführende Vereinsvorsitzende des Vereines Sozialbetreute Hilfen e.V. Das ist ein Betreuungsverein. Ich komme mal ganz kurz wieder auf Corona zurück, weil das beschäftigte uns natürlich unwahrscheinlich stark.
Wir begleiten sucht- und psychisch erkrankte Menschen. Wir sind in der Familienhilfe unterwegs. Wir arbeiten im ambulant betreuten Wohnen und natürlich auch beschäftigen wir gerichtlich bestellte Betreuer. Seit Beginn des Lockdowns haben wir natürlich weiter intensiv gearbeitet, aufgrund auch der Tatsache, dass wir die Menschen nicht einfach im Stich lassen konnten. Nun beobachte ich sehr intensiv, was in der Politik passiert, auch meine Kollegen. Ich bin auch noch im lokalen Bündnis hier in Grimm unterwegs und die Vereine unterhalten sich natürlich untereinander, gerade in der Familienhilfe oder überhaupt im ambulanten Bereich. Und jetzt ist ja die Entscheidung gekommen, dass die Lehrer und Erzieher sich kostenfrei auf Corona testen dürfen. Ich würde das als schön erachten, wenn wir das auch könnten, weil wir haben tagtäglich mit Menschen auch aus verschiedenen sozialen Bereichen zu tun. Wir haben während der Kontaktsperre weiter auch mit den Kindern gearbeitet. Wir haben unterstützt, gerade in der Familienhilfe. Alle wissen, dass es da auch zu starken Auseinandersetzungen innerhalb der Familie kam. Da waren wir unterstützend unterwegs und haben teilweise auch die Aufgabe der Lehrer übernommen, das heißt die Hausaufgabenbetreuung. Und haben uns natürlich jeden Tag dem Risiko ausgesetzt, uns auch mit Corona anzustecken. Natürlich haben wir die Maßnahmen eingehalten, das heißt, wir haben die Abstände versucht einzuhalten. Bei Kindern ist das immer ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich auch Desinfektionsmittel gekauft, was natürlich von den Preisen her enorm ist, gerade für so einen gemeinnützigen Verein. Und jetzt natürlich auch die Maskenpflicht, die wir einhalten. Trotzdem wäre es schön, wenn wir auch die Möglichkeit hätten, in diesem Bereich die kostenlosen Tests wahrzunehmen, um uns auch einfach abzusichern. Das ist so das Anliegen, was ich gerne mit reinbringen würde. Vielen Dank. Und einmal nach Mikrotausch haben Sie das Wort. Mein Name ist Peter Kröhe, ich bin Landwirt in Horst in der Gemeinde Sutthagen. Ich bin als Vertreter des Bauernverbandes heute hier, als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes, aber ich bin auch stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde Sutthagen und bin also auch im kommunalen Bereich, insofern um eben die, sowohl die Landwirtschaft, aber auch als die Bauernschaft insgesamt, aber natürlich auch kommunale Probleme in der Gemeinde betreffen. Zuerst mal möchte ich meine Hochachtung für diese Regierung aussprechen und ganz speziell an Sie, Frau Ministerpräsidentin, wie resolut Sie doch in einigen Fragen entscheiden. Russlandpolitik, Nord Stream 2 haben wir gesagt, dass das nicht überall so gesehen wird, das erleben wir, aber da haben Sie wirklich als Landesregierung, aber auch Sie persönlich sehr klar sich geäußert und das finde ich hochachtungsvoll. Sie persönlich natürlich auch. Viele müssen sich mal angucken, wie Sie Ihre Arbeit machen. Gerade wäre das Beispiel geben für den öffentlichen Dienst. Sie haben hier ja Sie waren ja betroffen und trotzdem haben Sie Ihre Arbeit gemacht. Meine Hochachtung davor. Als Landwirt bin ich auch noch Windmüller und das betrifft hier meine Fragen. Das erste zur Landwirtschaft. Ich vertrete heute die Bauernschaft, weil es wird sehr viel über die Landwirtschaft gesprochen. Manchmal auch von Leuten, die überhaupt gar nicht wissen, was da passiert. Auch heute Abend habe ich hier schon sowas gehört. Also die neueste Regelung, die aus Ihrem Hause kommt, die Pachtverträge für die Landesflächen, sind mit der einigen Verpflichtungen verbunden, zum Beispiel, dass nicht 5% unserer aktiven Ackerfläche, sondern für diese Flächen sogar 10% als ökologische Vorrangflächen mit Bienenweide oder anderen ökologischen Maßnahmen zu belegen sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist Fläche, da bezahlen wir Pacht, da bezahlen wir Grundsteuer, da bezahlen wir Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, aber auf diesen Flächen haben wir nur Ausgaben. Und am Ende wollen wir wir müssen unsere Familien ernähren. Und gerade ich selber führe einen reinen Familienbetrieb und es ist nicht einfacher geworden, gerade diese Größenordnung. Ich will das mal überspitzen. Ich glaube, dieses Bild Familienbetrieb, so wie es gerne verkauft wird, ist ein aussterbendes Modell. Wir leben hier im Landkreis und sehen es. Wir brauchen die letzten Jahre noch mal gucken, wie von den Nachfolgebetrieben der LBG hier. Die sind aufgekauft für Millionenbeträge. Das können wir als Familienbetriebe nicht erbringen. 30 Millionen für so einen Betrieb. Hier
Hier wird also oftmals zugeguckt, wie Leute, die in der Industrie ihr Geld verdienen, ganze Landstriche kaufen. Wie gesagt, ich bin umgeben von sowas. Und ich kämpfe natürlich dafür. Nichts ist besser, wenn der Landwirt aus dem Dorf kommt, wo er wohnt und sich da auch einbringt. Und da bin ich also unterwegs und da vermisse ich manchmal die Unterstützung unseres Landwirtschaftsministers. Wenn ich gerade die angesprochenen Maßnahmen spreche, dass wir also für solche Flächen also noch über die Europapolitik hinaus solche Regelungen treffen, also nicht 5, sondern 10%, dann heißt das für uns Einkommen in Brüssel. Und es wird also immer enger. Das nächste Problem, ich habe das große Glück gehabt, dass Flächen, die mir gehörten oder die ich zum Teil auch gepachtet hatte, Eignungsgebiet für Windenergie war. Und nicht wie viele Landwirte habe ich das verpachtet, dieses Recht. Ich habe es selbst genutzt. Ich habe einen Windpark, in dem ich auf meinen Flächen also eigene Windkraftanlagen gebaut habe. Ein großes wirtschaftliches Risiko persönlich gegangen und habe gleich im Jahr 2001 die ersten Windkraftanlagen dort in Betrieb nehmen können. Nun läuft ja nach 20 Jahren die EEG-Vergütung aus, die überhaupt das möglich gemacht hat, dass man als Quereinsteiger, als Ortsansässiger von der Bank das Geld kriegt, weil über 20 Jahre die Einspeisevergütung gesichert ist, dass man das also machen konnte. Und jetzt läuft das aber aus. Wir versuchen, die Anlagen zu repowern. Nun haben wir aber noch das große Glück, nach dem Betrachten, wie das ist, dass der Schreiadler sich in dieser Zeit in der Nähe unseres Windparks angesiedelt hat. Und ich weiß ja nicht, ob der auch Windkraftgegner ist. Auf jeden Fall kann er es ja nicht schlecht finden, wenn er in der Nähe dieses Windparks sich dort zwei Paaren an. Wir haben also eine 100%ige Bestandserhöhung in diesem Bereich. Und trotzdem ist dieser Schreihandler dafür verantwortlich, dass wir nicht repowern dürfen. Wir haben in unseren Anträgen im Blunk darüber gesprochen, wir bieten an, dass wir ein Radarsystem in den Windparks, und da schließe ich aber die umgehenden Windparks ein, ich habe da Gespräche selber geführt, weil ich Geschäftsführer des Windparks bin, dort ein Radarsystem zu installieren, das erkennt auf einem Umkreis von 15 Kilometer der Windkraftanlagen, ob ein Schreiadler aufsteigt. Und wenn der dann auch noch in Richtung des Windparks fliegt, heißt das, unsere Windkraftanlagen schalten ab. Das interessiert aber keinen. Es gibt eine Verordnung, 3 Kilometer von der Waldkante, wo der wohnt, entfernt, auch wenn er am anderen Ende wohnt, und es ist in diesem Fall so, da gibt es einfach keine Möglichkeit. Wir haben also keine Möglichkeit, obwohl wir bereit sind, also ein solches System zu installieren, wird uns das versagt. Und das kann ich natürlich nicht verstehen, denn damit laufen unsere Anlagen, die wir 2001 gebaut haben, nächstes Jahr aus dem EEG und sind zum Teil nicht mehr rentabel zu betreiben. Da erwarten wir eigentlich Unterstützung und eine Entscheidung mit Tragweite und dass man sich den Fall anguckt, und das würde uns sehr freuen, wenn wir da die Gelegenheit haben und nicht ganz starr auf die Verordnung kommt. Geht nicht, machen wir nicht. Punkt. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Ja, vielen Dank. Es waren nochmal ziemlich verschiedene Themen. Was angesprochen ist zum ganzen Thema Sanktionen. Da haben Sie recht, dass das ganze Thema natürlich überhaupt internationale Beziehungen und erst recht, wenn sie angespannt sind, ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass es nicht richtig ist, es nur unter wirtschaftlichen Aspekten zu sehen, sondern eben unter Aspekten, wie wollen wir eigentlich zusammen klarkommen. Und was Russland angeht, war immer die Position von Mecklenburg-Vorpommern, dass wir fest davon überzeugt sind, dass ständiger Dialog besser ist, als dass wir Sanktionen machen, abgesehen davon, dass sie uns schon wirtschaftlich getroffen haben und dass sie aus meiner Sicht ja auch nichts bewegt haben, war es uns immer wichtig, dass dieser Dialog weiter fortgeführt wird, weil wenn es Entfremdung gibt zwischen den Ländern, dann sieht man auch, kriegt man die Konflikte auch nicht gelöst. Und nach meiner festen Überzeugung, es gibt zum einen natürlich, ich sag mal, traditionell und historisch ein Ansinnen von Deutschland weiter
mit Russland, auch wenn da nicht alles zu akzeptieren ist, wie es gemacht wird, in guten Gesprächen zu bleiben. Und wir haben eigentlich auch die Erfahrung als Land, wir haben ja sehr engen Kontakte mit unserer Partnerregion, dem Leningrader Gebiet, dem Russlandtag, den wir ausrichten, dass wir eben im Gespräch Dinge bewegt kriegen, die, wenn man nicht miteinander spricht und Sanktionen droht, halt nicht bewegt kriegt. Was Amerika angeht, da gebe ich Ihnen recht, dass diese Drohungen, das habe ich ja eingangs gesagt, diese Drohungen sind ernst, auch gerade gegenüber Unternehmen, die nach Amerika exportieren. Deswegen ist es auch für viele deutsche Unternehmen schwierig. Wir selber als Bundesland haben Holland, Polen, Finnland, Dänemark, Schweden, aber ich glaube, dass es darum ja nicht geht, denn es geht nicht nur um unser Bundesland. Ich glaube, die große Gefahr, die auch in dieser Drohung liegt, ist, wenn man dem nachgibt, dass dann die Energieversorgung für Deutschland und Europa aus meiner Sicht nicht gesichert ist. Denn dieses große Projekt dient ja wirklich der Energieversorgung und wir von Deutschland und auch von Europa. Wir haben uns entschieden, aus der Kohle auszusteigen, was ich richtig finde. Und obwohl wir als Bundesland das Land sind, was bei erneuerbaren Energien ganz vorne ist, also Windkraft zum Beispiel, wissen wir alle, dass wir ohne Gas die nächsten Jahre nicht klarkommen. Und deswegen sehe ich eine Gefahr aus diesen Drohungen natürlich für die Unternehmen, aber ich sehe auch eine Gefahr, wenn man dem nachgibt und die Pipeline nicht gebaut wird für unsere Energieversorgung. Und deswegen ist es schon ein Thema, wo die Bundesregierung, die sich ja auch positioniert hat, da jetzt auch ins Gespräch kommen muss. Also Sie haben ja auch viele Jahre Erfahrung, Sie haben es ja gesagt, aber es ist schon jetzt, finde ich, einmalig, dass die USA über diese Senatoren jetzt ja auch direkt sozusagen sich in den Hafenstandort eines Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland einmischen. Und das, finde ich, ist schon starker Tobak. Und da ist meine Erwartung, dass da jetzt die Bundesregierung das auch klar zur Sprache bringt. Ich glaube, dass wir so nicht miteinander umgehen können. Dann zum Thema Mühle. Und das ist auch erstens, finde ich es toll, dass es eine Bürgerinitiative gibt, die sich für diese Mühle einsetzt. Und ich bin bei Ihnen. Ziel, und das ist auch eine Riesenperspektive für uns, auch als landwirtschaftliches Land, ist, dass wir, und wir haben ja einen großen Teil Ernährungswirtschaft, stärker zu regionalen Produkten kommen und auch zur regionalen Verarbeitung. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein der Bevölkerung in diesem Bereich auch weiter wächst und dass das für uns eine Chance ist. Was die Verarbeitung angeht, ist es gar nicht so leicht. Ich erinnere mich, als ich mit dem Bauernverband letztes Jahr unterwegs war, hatten wir gerade das Problem mit der Fleischverarbeitung in Teterow. Und obwohl wir als Land angeboten haben, wenn es jemand übernimmt, würden wir das auch unterstützen als Land, hat sich niemand gefunden. Und das ist natürlich wichtig, wenn es Leute gibt, die ein Interesse haben, auch bei der Mühle, dann haben wir Möglichkeiten. Was wir schwer machen können, ist das als Land eben zu übernehmen. Aber da müssen wir im Gespräch bleiben, ob wir für die Mühle zum Beispiel eine Perspektive sehen. Was Sie für die Familienhilfe angesprochen haben, würde ich erstmal aufgreifen und sagen, großen Respekt und Hochachtung. Es hat alle total bewegt, die sich auch auskennen mit dem ganzen Thema Probleme in Familien und Kinderschutz. Und Sie wissen, seitdem ich in der Politik bin, auch schon als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin, hat mich das Thema Kinderschutz immer sehr bewegt. Auch durch den schlimmen Fall von Lea Sophie damals in Schwerin. Und sofort, als wir alles geschlossen haben, ging das durch unseren Kopf, was ist mit den Familien, vor allem mit den Kindern, die unbedingt den Zugang von außen brauchen, eigentlich von Kita und Schule, von Familienhilfe. Und deswegen haben wir uns als Bundesland auch entschieden, dass trotz Lockdown die Familienhilfe weiter stattfindet. Und das war wichtig, dass wir es so entschieden haben, aber dass wir das überhaupt machen konnten, lag daran, dass wir echt so tolle Leute hatten wie Sie, die auch bereit waren, obwohl alle anderen in den Lockdown gegangen sind und ja auch viele erstmal froh waren, dass sie damit erstmal Schutz hatten, bevor wir alle wissen, wie die Lage ist, dass Sie das gemacht haben, trotzdem weiterhin in diese Familien gehen. Das will ich ganz deutlich sagen, das hat mir nicht alle Sorgen genommen, aber es hat mich an der Stelle schon immer ein Stück weit beruhigt, dass ich gesagt habe, da sind Leute, die schauen hin, die kümmern sich und dafür wirklich vielen, vielen Dank. Das ist ganz wichtig, dass diese Familien, gerade die Kinder, nicht allein gelassen werden. Und ich nehme jetzt gerne Ihren Wunsch mit, den höre ich jetzt natürlich aus vielen Bereichen und ich würde mir sehr wünschen, dass wir in Deutschland, was Tests angehen, noch stärker vielleicht in eine Entwicklung gehen. Das können wir natürlich nicht vorgeben, das
muss ja auch diesen medizinischen Fortschritt geben. Aber es wäre schon schön, wenn wir eigentlich zu Tests kommen, die vielleicht noch schneller zu Ergebnissen führen, die leichter zu handeln sind. Dann könnte man natürlich die Testkapazitäten noch stärker erweitern. Wir haben sie in den letzten jetzt Wochen sehr aufgebaut und hatten jetzt den Fokus auf Schule. Ich will es noch mal einmal erklären. Die Schule ist wirklich wie so eine Großveranstaltung. Wenn da 500, 600 Kinder in eine Schule gehen, wir haben eigentlich Veranstaltungen nur zugelassen bis 200 in einem Raum. Und dann müssen wir alle auf Abstand sitzen. Das geht in einem Klassenraum nicht. Warum nicht, habe ich schon erklärt. Dann findet nur ein Tag Unterricht statt. Und da haben wir gesagt, da ist wirklich im Schulbereich nochmal, gehen wir mit den freiwilligen Tests rein, weil das eine ganz besondere Situation ist. Das unterscheidet wirklich die Situation von allen anderen, dass wir jeden Tag ganz viele in einer Schule haben und den Abstand nicht überall einhalten können. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig mit Masken und Unterricht. Wir alle wissen, wie es mit der Maske ist. Und ich bin klar für Maskenpflicht, das wissen Sie. Aber ich bin froh, dass wir es bisher haben, dass die Kids ab Klasse 5 es nur in den Fluren und auf dem Pausenhof machen müssen. Und das ist schon schwer. Und weil es diese besondere Situation gibt, dass wir diese mehrfachen Großveranstaltungen unter diesen nur eingeschränkten Schutzmaßnahmen machen können, haben wir uns für diese freiwilligen Tests entschieden und müssen die auch erstmal jetzt wirklich hinbekommen. Dafür brauchen wir auch unsere Ärzte, damit es auch wirklich gemacht werden kann, sodass ich Ihnen das jetzt hier nicht gleich so per se zusagen kann, aber ich nehme Ihr Anliegen mit und verstehe auch, dass Sie da auch eine besondere Situation haben. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, am Anfang haben wir ja Tests sehr eingeengt gemacht. Jetzt sind ja Tests möglich, übrigens auch ohne Symptome, wenn man aber Anlass hat zur Sorge, dass sozusagen es Probleme gibt. Und ich bin sicher, dass wir auch die Testkapazitäten in der nächsten Zeit noch weiter ausweiten. Jetzt haben wir erstmal Fokus auf Schule und ich hoffe, ich habe es gut dargestellt, warum, aber nehme das Anliegen auf jeden Fall mit. Also trotzdem nochmal an alle, die Sie kennen in dem Bereich, vielen, vielen Dank. Ich weiß, was da geleistet wird und ich bin total froh, dass wir Sie haben, weil so eine Zeit, das haben wir alle gesehen, spitzt natürlich nochmal Lagen zu. Selbst Menschen, und wir Mecklenburger und Vorpommern sind es ja, die eigentlich sonst ein bisschen tiefenentspannt sind, können schon mal in so einer Zeit auch ganz schön geladen werden. Und das ist natürlich in Familien, wo eh schon die Dinge schwierig sind, nochmal besonders schwer. Also nochmal dickes Dankeschön an alle, die in dem Bereich tätig sind. So, jetzt haben wir auf alle Fälle noch das ganze Thema Ackerbau und Repowering. Zu Repowering müsste Patrick mal was sagen. Das ist ein Problem, was Sie geschildert haben, aber ich bin auch der Meinung, dass es da irgendwie zusammen eine Lösung geben müsste. Was ich nochmal zum Ackerbau sagen wollte, ist, und überhaupt zu Flächen. Wir sind da als Land total klar, so wie ich den Verkauf von Wohnungen schwierig finde, so wie ich es auch schwierig finde, dass der Gesundheitsbereich sehr privatisiert worden ist an Konzernen, finde ich es auch schwierig, dass wir, und das ist noch gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt, weil das vor allem die landwirtschaftlichen, die Bundesländer mit viel Landwirtschaft betrifft, also uns, finde ich sehr schwierig, dass es, wie Sie sagen, Industriekonzerne gibt, die hier große Flächen aufgekauft haben, damit ist ja auch der Preis total gestiegen. Und unsere Einheimischen, die eigentlich hier leben, arbeiten, können sich dann nicht mehr diesen Grund und Boden für Landwirtschaft leisten. Und da hat ja WAKOR schon sehr früh einen Vorstoß gemacht, dass man da nochmal gucken müsste mit dem Gesetz, dass das eingeschränkt wird. Das ist aber, das habe ich auch mitbekommen, in der Bauernschaft sehr umstritten. Die einen wollen jetzt verkaufen und sehen natürlich, dass sie da auch gute Preise kriegen könnten. Und die anderen sagen, und das teile ich, passt auf, auch der Grund und Boden für Landwirtschaft ist begrenzt, genauso wie für Wohnungen. Ja? Und das kann nicht sein, dass das alles sozusagen in Hände von Konzernen geht, die hier gar nichts selber betreiben. Weil ein Landwirt, der macht ja nicht nur hier Landwirtschaft und ist ein Betrieb, sondern wie Sie sagen, der ist meistens hier auch noch aktiv. Die meisten von Ihnen sind in der Gemeindevertretung, machen soziale Projekte. Und uns ist schon wichtig, dass diese landwirtschaftlichen Flächen in den Händen sozusagen derjenigen bleiben, die hier wirklich produzieren, die hier Leute beschäftigen und die sich auch hier engagieren und nicht irgendwo ganz weit weg sind und dann liegt es eigentlich brach. Und wir haben
dort Probleme für unsere eigenen Bauern. Da ist an diesem Thema ist Tibakost dran und wir werden das auch, ich werde es auch nochmal nächste Woche, wenn ich die Einpreisung mache, aufgreifen. Zu Repowering sagt gleich Patrick noch was. Ich wollte mich bedanken für Ihr Dankeschön und das mal sagen. Natürlich, das wissen ja alle, war es auch eine ganz schön schwierige Zeit, auch für mich persönlich. Aber mir hat immer geholfen, dass ich wirklich wahnsinnig viel Zuspruch aus der Bevölkerung hatte. Also mir haben ganz viele geschrieben, Mails geschickt, manche auch Glücksteine. Und ich habe wirklich das, was Sie gesagt haben, auch wirklich in der Bevölkerung gespürt, dass viele, und klar macht man es nicht allen recht, das geht auch gar nicht, aber viele doch auch ja, mir die Daumen gedrückt haben, dass wir da alle gut durchkommen. Und dafür möchte ich mich auch bedanken, weil dieser Rückenwind, der hat mir natürlich auch geholfen. Und ich denke, wenn wir weiter, und das ist das, was ich wahrnehme, wenn weiter die Mehrheit in unserem Land vernünftig und besonnen bleibt und auch realistisch, weil wir wissen, wir können es jetzt nicht einfach, morgen ist nicht gleich alles wieder gut, wir müssen uns da zusammen durchkämpfen. Und ich sehe diese Vernunft in der großen Mehrheit. In den Medien sind jetzt die, die da demonstrieren, das ist auch ihr gutes Recht, nicht wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann geht es nicht, finde ich. Aber die Mehrheit ist wirklich noch vernünftig und da bitte ich alle, wir müssen weiter Durchhaltevermögen haben, das ist ein Marathon, aber ich bin ganz sicher, dass wir da auch gesund durch die Krise kommen und dass das auch wieder leichter wird. Ich kann Ihnen einfach nur noch nicht sagen, wann es soweit ist. Also in diesem Sinne sage ich auch Dankeschön für so viel Rückhalt in der Bevölkerung. Ja, herzlichen Dank. Abschließend auf die beiden Fragen eingehend, einmal Jamna Mühle, das machen wir gleich nochmal vertieft, da stecken wir in Saft. Sie wissen, mit Wirtschaftsminister Harry Glawe, Ihnen allen hier kein Unbekannter in Ihrer schönen Stadt, mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus sind wir an dem Thema dran, aber die Verkaufsrahmenbedingungen, so wie das da der Eigentümer macht, sind einfach unwahrscheinlich schwer. Schwerer hätte man es der Politik im Brückenbauen gar nicht machen können. Ganz häufig werden wir zu Rate gezogen, wenn es einem Unternehmen schlecht geht. Man helfen muss, und da sind wir thematisch auch noch gleich beim nächsten, dann können wir ins Gespräch eintreten. Hier ist eine klare Marktbereinigung, ein Standort nicht mehr vorgesehen und der Eigentümer tut alles dafür, dass dort nicht wieder Mehl produziert wird. Und das ist schon echt kaum noch vergleichbar, wie wir das irgendwo anders im Land erleben, aber das würden wir gleich auch nochmal vertiefen. Wenn Heimatverband hier einmal angesprochen wird, dann will ich sagen, wir haben in dieser Legislatur als Regierung viel Geld in die Hand genommen, kleinen Heimatstuben zu helfen und zu vernetzen. Wir haben eine Vorpommernstelle geschaffen mit dem Heimatverband, damit nicht immer alles nur der Mecklenburger Stier ist, der ist auch schön, aber der Pommersche Greif darf bei uns im Land da ordentlich auch vorkommen und da bin ich auf jeden Fall auch für diese Zusammenarbeit sehr, sehr dankbar. Der Heimatverband leistet tolle Arbeit, hat sich nach einem schwierigen Ende gut hingeruckelt und sollte der ein oder andere Verein in dieser Runde sein. Ich glaube, so einen Werbeblock darf man auch mal machen. Im Heimatverein Mitglied zu sein, ist glaube ich auch nicht ganz schlecht, weil ich glaube, wenn wir mit unserer Heimat gut umgehen und den Begriff auch nicht von anderen Kräften besetzt lassen, dann stehen wir im Land in puncto regionaler Identität auch ein bisschen besser da. Und Stolz und regionale Identität liegt mir für Vorpommern sehr am Herzen, das will ich ganz deutlich sagen. Und dann in Richtung Windmüller. Ganz häufig ist es so, dass wenn die Ministerpräsidentin und ich ein Bürgerforum machen, wir häufig eher die kritischen Fragen in die andere Richtung gestellt bekommen. Ich will zu diesem Punkt einmal zu dem Beginn des heutigen Tages zurückkommen. Wir haben ein Unternehmen, das die Rotor-Naben für Windräder gießt. Dieses Unternehmen ist einer der Weltmarktführer, ist die Eisengießerei Torgelow, einer der richtig körperlich harten Industriebetriebe in diesem Land, die wir so kaum noch haben. Ich glaube, ein bisschen ist es auch wie eine Zeitreise zurück, auch für die Ministerpräsidentin heute gewesen, zu sehen, was passiert da eigentlich. Ich will Ihnen aber auch ganz deutlich sagen, wir haben mit diesem ganzen Bereich es geschafft, ein neues Schlüsselsegment mit über 14.000 Arbeitsplätzen im ganzen Land nach Mecklenburg-Vorpommern zu gründen. Mehr als 100% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien und dennoch entstehen auch Herausforderungen dabei. Wir haben es heute gehört, die Netzentgelte für die Unternehmen, die Netzentgelte auch für Sie in Ihrem Portemonnaie, das ist ein Thema. Und wenn wir wollen, dass die erneuerbaren Energien eine Akzeptanz bei den Menschen haben, dann muss der Strompreis bezahlbar sein. Und deswegen macht sich die Ministerpräsidentin mit ihren ostdeutschen Länderkollegen stark dafür, dass wir eine Solidarisierung bei den Netzentgelten haben. Und wenn wir im Strom am Ende günstiger sind, bin ich total fest davon überzeugt, egal wie wir Strom erzeugen, mit Ästhetik hat das in der Regel nie was zu tun. Das Steinkohlekraftwerk in Rostock ist auch nicht besonders schön. Und
Deswegen ist es aber dann für die Menschen verkraftbarer, wenn es nicht noch zu mehr Belastung im Portemonnaie führt. Und ich finde Ihr Projekt total spannend. Sie haben heute lange über Forschung und Entwicklungsmittel gesprochen. Die haben wir als Landesregierung, die setzen wir breit ein. Und ich habe mich lange mit dem ganzen Thema Radar über das Überfliegen von Flugzeugen beschäftigt, weil das Blinken in der Nacht findet jetzt auch nicht jeder schön. Manchmal ist es faszinierend an der Autobahn, aber vor der eigenen Haustür will man das vielleicht nicht unbedingt haben. Sie haben sich beim anderen Thema im Gedankenbereich Radar bewegt und das würden wir beide gleich mal vertiefen, finde ich jedenfalls sehr, sehr spannend und vielleicht lässt sich da auch mit unseren Gesprächspartnern das kombinieren. Meine Damen und Herren, das waren jetzt intensive Minuten. Das war für uns wieder der Auftakt in die neue Normalität. Ich bin ein bisschen der Zeitschiedsrichter, weil die Ministerpräsidentin noch ein wichtiges Telefonat hat und da der andere Ministerpräsident mit dranhängen und unsere Interessen des Landes eine Rolle spielen, wollen wir das auch unbedingt, dass es eingehalten wird. Ich will mich aber ganz ausdrücklich zunächst bei Ihnen bedanken. Das tat gut, mal wieder all die anderen Themen zu hören. Und du hast immer gesagt, Leute, es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und dann sind es wieder all die Themen, auf die wir Antworten finden müssen. Die sind heute alle gekommen. Also die Ministerpräsidentin hat im Vorfeld die Glaskugel ausgepackt. Deswegen zunächst ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Dann will ich mich ausdrücklich bedanken bei denen, die das auf die Beine gestellt haben. Nicht nur unsere Mitarbeiter in der Staatskanzlei, sondern auch die tollen Gastgeber hier in diesem Saal. Ich finde, sie haben super Bedingungen, hier im Grimm was ordentlich, was Großes auf die Beine zu stellen. Und ich sag mal, wir waren jetzt hier, aber das heißt ja nicht, dass wir zum letzten Mal hier sind. Also vielen Dank an Technik und an all die Akteure hier aus diesem schönen Hause. Das war eine tolle Zusammenarbeit und vielen Dank, dass wir das so gut mit Ihnen organisieren konnten. Und ganz zum Abschluss will ich Sie alle daran erinnern, vergessen Sie nicht, was unten an Ihren Stühlen steht. Das sorgt dafür, dass wenn Sie es auch ordentlich benutzen, wir alle gesund bleiben. Und von ganzem Herzen, es ist der wichtigste Wunsch für Sie, bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf sich auf. Und ich glaube, ich kann für uns alle im Raum reden, es tut gut, einer Ministerpräsidentin auch in der Beantwortung der Fragen zuzuhören, die so gesund wieder bei uns ist und das durchstanden hat. Deswegen, liebe Frau Ministerpräsidentin, herzlichen Dank, dass du hier warst. Toller Vorpommern-Tag, toller Auftakt. Und ehrlich gesagt ist das immer eine Art Tradition bei der Sommerreise der Ministerpräsidentin, dass wir einen Vorpommern-Tag machen. Und ich finde es jedes Mal goldrichtig und es zeigt sich mit dieser Tour. Vielen Dank, alles Gute, kommen Sie gut heim, herzlichen Dank.